Ja, herzlich willkommen, liebe Studierende, zur achten Runde in unserem Ästhetik und Poetik Podcast. Wie immer möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen in dieser Woche, in der wir ein Update zu Baumgarten geben wollen und den Input zu Lessing. Und wie immer begrüße ich auch Isabel Janssen, die uns die Fragen aufbereitet hat und stellen wird. Hallo, Frau Janssen. Hallo. Ja. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen dieses Mal, oder Frau Janssen? Ja, durchaus. Auch durchaus sehr viele Nachfragen zu Baumgarten. Es war ein hartes Stück Arbeit und dabei haben wir gar nicht mal Latein zitiert, sondern versucht, die Sache so im Großen und Ganzen zu erklären. Das ist natürlich auch ein wichtiges Ziel dieses Podcasts, hier einen Überblick zu geben über die Texte, die wir behandeln, über die wichtigsten Tendenzen der Geschichte der Poetik und Ästhetik. Manchmal können wir dabei nicht so sehr auf die Details achten wie bei Baumgarten, ja, wie Dagmar Mirbach zum Beispiel, die diese wunderbare Ausgabe gemacht hat und auch vollendet Baumgarten einordnen kann in die Tradition der rationalistischen Schulphilosophie. Das könnten wir natürlich auch alles machen, aber wir verzichten darauf, weil, ja, wie gesagt, das Ziel ist, hier die großen Linien der Geschichte der Poetik und Ästhetik herauszuarbeiten. Wollen wir versuchen, dieses Mal ein bisschen vielleicht auch in die Texte noch hineinzuschauen, auch in den Baumgarten. Ich habe ein bisschen was präpariert und möchte Ihnen gern ein paar Sachen erklären zu ominösen Begriffen wie ästhetische Wahrheit oder noch besser ästhetische Taumaturgie. Da gab es nämlich viele Rückfragen. Ja, in der Tat. Dann würde ich jetzt trotzdem vielleicht mal anfangen mit dem Entstehungskontext bzw. Rahmenbedingungen, Ziele und Aufbau der Schrift, also zum ersten Block. Die erste Frage lautet, wissen wir, warum Baumgarten seine Ästhetik nicht vollendet hat? Entspricht dieser Abbruch Baumgartens typischer Arbeitsweise auch im Hinblick auf andere Projekte oder ist dies eher ungewöhnlich? Ja, das ist ein crucial point hier. Warum ist das nicht vollendet worden? Hier lauert immer die methodische Gefahr des Argumentum ex silentio, also warum ist etwas nicht da? Obwohl es da sein könnte. Das hat sicherlich verschiedene Gründe hier. Nein, Baumgarten neigt nicht zu Fragmenten, kann man nicht sagen. Man muss vielleicht da nochmal an den Aufbau der ganzen Schrift erinnern, der ja so ein einerseits doppelter ist und dann in dem Doppelten wieder eine dreiteilige Struktur. Also was wir haben, ist aus der theoretischen Ästhetik, die praktische ist ungeschrieben. Sozusagen. Und aus der theoretischen Ästhetik haben wir nur einen von drei Teilen, und zwar den Teil zur Heuristik. Ja, Heuristik ist die Übersetzung für Lateinisch Inventio. Denn Baumgarten lehnt sich an die rhetorische Trias an von Inventio, Dispositio, Elocutio, also Auffindung des Stoffes, Anordnung und Darstellung. Das gibt hier den Rahmen ab. Aber wenn man im Inhaltsverzeichnis nachsieht, dann stellt man fest, dass auch von der Heuristika nur, dass nur die Heuristika da ist und also nur dieses Kapitel eigentlich bearbeitet wurde. Und das ist, finde ich, schon dann nicht nur biografischer Zufall, Lebensschicksal, sondern es hat auch einen guten Sinn und es bildet in gewisser Weise auch Tradition. Das habe ich dieser Frage auch entnommen. Hat das in sich einen immanenten Grund? Ja, kann man sagen, die Heuristik, die Frage nach den Voraussetzungen, nach dem Woher des schönen Denkens, des Pulcher Cogitare, das hat Baumgarten ausbuchstabiert und das war auch durch den Fundus der ästhetischen, poetologischen, rhetorischen Debatten gut formulierbar, denke ich. Ja, aber wir müssen bedenken, dass die beiden anderen Teile eben die Methodologia und die Semiotica, das wäre also Dispositio und Elocutio, in der Rhetorik, dass das fehlt. Und dann zumal fehlt eben die ganze praktische Ästhetik. Das war Baumgartens Sache offensichtlich nicht, die praktische Applikation dieser Regeln dann auszuformulieren. Und wir werden, glaube ich, später noch sehen, dass teilweise die produktionsästhetische Seite ja auch schon mitformuliert wurde, zum Beispiel in der Kategorie Felix Aestheticus. Also die Antwort ist wie immer zweiteilig. Es gibt immanente Gründe und es gibt sicherlich auch die Kontingenz, dass Baumgarten dann von anderen, zum Beispiel seinen Schüler Friedrich Georg Mayer,
ausgelegt oder popularisiert wurde, dass sich das in gewisser Weise auch dann erledigt hat. Es hat ja schon 8 Jahre gedauert, bis er den zweiten Teil vorgelegt hat, 1758. Ja, und schwer zu sagen. Also da müsste man jetzt die Formierbach- oder Baumgartenexperten nochmal im Detail fragen, aber mir ist das nicht bewusst, dass ein Scheitern wäre oder andererseits eher ernstlich gehindert wurde durch Krankheit. Es hat sich einfach dann nicht ergeben. So weit vielleicht. Ja, gut. Die zweite Frage ist, die Ästhetiker wurde, also die Ästhetiker Praktiker spezifisch, wurde versucht, von anderen Personen, die im Baumgartensinne zu schreiben oder allgemein diese fehlenden Aspekte, Sie hatten gerade schon Meyer erwähnt. Ja, das wäre eben die Antwort. Meyer hat das unternommen. Ich habe da gerade heute auch noch mal reingelesen. Wir hätten das eigentlich den Studierenden auch mal parallel mitgeben sollen, können wir auch noch machen. Das liest sich so viel einfacher, glatter, populärer. Und vieles, was ich jetzt versuche hier zu erklären, das hat Meyer natürlich auch schon erklärt und einfacher gefasst. Aber eine Ästhetiker Praktiker in dem Sinn hat er auch nicht geliefert. Und die wird auch Kant nicht liefern. Und die wird Hegel auch nicht liefern. Aus dem einfachen Grunde, dass die Ästhetik eine doch rezipierende Perspektive einnimmt, eine wissenschaftlich beurteilende. Also darüber hatten wir auch gesprochen das letzte Mal. Die Ästhetik steht in der Mitte zwischen einer Ars, einer Kunstlehre, und einer Scientia, Wissenschaft. Ja, und von beiden hat Baumgarten eher den Aspekt der Scientia betont, was dann auch für die Geschichte Folgen hatte. Denn hier wird über Kunst zum ersten Mal wissenschaftlich gesprochen, nicht mit einem Anwendungsbezug. Ja, wenn ich das erste Mal sage, ist das wieder stark übertrieben. Aber es ist eine Tendenz, die eigentlich sowas wie Kunstwissenschaften oder Literaturwissenschaften dann auch ermöglicht, erst zu denken. Ja, dieses Scientia Artium Liberalium. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist, meine ich, auch die Ursache für bestimmte Begriffsbildungen oder Konzeptualisierungen, warum das so einen Reiz auch für uns heute noch hat, weil hier in einer wissenschaftlich fremden Form über die Kunst gesprochen wird, während die Poetologie ja immer mit der Praxis ganz eng verbunden ist. Also denken Sie an Horaz. Aber hier ist zum ersten Mal also eine strikte Trennung eingeführt. Wurde die Ästhetiker vor diesem Hintergrund auch auf Latein verfasst? Das ist nämlich auch eine Frage, warum sie diese Schrift auf Latein verfasst wurde. Ja, also Latein ist natürlich die Sprache der akademischen Welt, des universitären Schrifttums. Das ist für sich genommen noch nichts Ungewöhnliches. Es gibt ein ungeheures Schrifttum im späten 18. Jahrhundert zu ästhetischen Fragestellungen. Hans-Peter Marti und Robert Seidel haben 2016 so eine Sammlung ästhetischer Schriften des späten 18. Jahrhunderts, meistens lateinische Schriften, herausgebracht als Sammelband. Da möchte ich gern dran erinnern. Also es gibt im Hintergrund dieser prominenten Figuren unglaublich viel Schrifttum, akademisch, in Deutschland gerade, wo das Lateinische doch die Hauptsprache des akademischen Betriebs war. Das ist nicht ungewöhnlich, aber es hat die unmittelbare Rezeption doch sehr behindert. Und die Linie der Rezeption verlief über Meyer eigentlich. Die Frage kam sicherlich auch deshalb auf, da Breitinger, Gottsched jetzt spezifisch alle in deutscher Sprache geschrieben haben. Wir müssen diese Kontexte und die Medien und die Formate der Poetik und Ästhetik immer wieder mit bedenken. Hier liegt ein bestimmtes Format vor, das dann bei Kant übernommen wird eigentlich. Ja, also die akademische Abhandlung, technische Begriffe, sagt Schiller dann über Kant. Darüber hat man sich natürlich auch viel mokiert, über diese Technizität der Begriffe, der Deduktionen und so. Da müssen wir sicherlich bei Lessing und dann bei Schiller auch nochmal drüber reden, dass es hier unterschiedliche Stile der Reflexion gibt. Heine hat sich lustig gemacht über Kant. Da war Baumgarten eigentlich schon fast vergessen. Dann würde ich zur nächsten Frage überleiten, und zwar, was führte dazu, die Ästhetik von ihren moralischen Zwecken zu befreien und für sie eigene Gesetze zu erlassen? Und inwiefern werden diese Gesetze mit Individualität, Ubertas, Ästhetika artikuliert? Ja,
Gerne werden immer Fragen nach Kausalitäten gestellt. Warum war das so? Also man kann die Evolution dieses ganzen Feldes natürlich beschreiben. Und die wäre nicht denkbar gewesen ohne die rationalistische Philosophie, Schulphilosophie von Wolff und Leibniz und so weiter. Die war natürlich nicht unmoralisch und sie war nicht unreligiös oder atheistisch oder irgendwas. Aber sie hat doch dazu geführt, dass man sich eben auf Technisches besonnen hat oder dass die Erkenntniskritik in den Vordergrund geraten ist. Also anders als bei Gottsched, der immer versucht, beides zusammenzubringen, Erkenntnistheorie und Poetik, würde ich sagen, dass sich das Moralische hier teilweise nicht gestellt hat, weil es eben Baumgarten auch um eine Theorie der sinnlichen Erkenntnis geht. Die ist weder unmoralisch noch moralisch, weder theologisch noch untheologisch, sondern sie ist einfach mal ein Spezial Frage der Erkenntnistheorie, Psychologie und Anthropologie dieser Zeit, also Spezialwissen. Ich kann das nicht anders sagen, aber der Rationalismus in der Wolffschen Tradition spielt eine große Rolle. Wolff selber musste aus Halle fliehen aufgrund seiner freidenkerischen Ansätze. Also das Ganze war nicht unproblematisch. Und bei Lessing werden wir ja auch sehen, dass diese Verknüpfung von Moral und Ästhetik eben sehr unterschiedlich aufgelöst wird. Autonomie der Kunst ist schon ein entscheidender Punkt dieser Zeit. Ja, und dann zweiter Teil der Frage, Gesetze mit Individualität, in Klammern Ubertas Ästhetika. Ja, das ist vielleicht nicht ganz das gleiche, Individualität, Ubertas Ästhetika. Also ich beantworte vielleicht mal vor allem das mit der Ubertas. Das heißt ja der Reichtum eigentlich. Paragraph 119 folgender ist das. Also das ist eine traditionelle rhetorische Kategorie. Kopia meistens genannt, Fülle. Man muss also in der Lage sein, einen Gegenstand in aller Breite zu amplifizieren, sagt man das, also in die Breite zu führen. Reichtum zu haben, eben nicht Armut. Das ist, glaube ich, unmittelbar zu verstehen. Und er trennt das dann nochmal in den Reichtum des Stoffes und in den Reichtum der individuellen Erfindung in Paragraph 119. Und was ist da das Entscheidende eigentlich? Die Transformation dieser rhetorischen Kategorie. Und nochmal der Akzent auf die individuellen Fähigkeiten des Felix Ästhetikus, der in der Lage sein muss, also aus seiner Gedankenfülle, aus der Fülle seines schönen Denkens heraus Kunst zu schaffen. Aber es ist eigentlich ein ganz konventioneller rhetorischer Punkt. Das haben natürlich alle Leser auch sofort erkannt, würde ich sagen. Hinweisen noch wollte ich auf diesen schönen Begriff. Beim letzten Mal haben wir auch ein paar schöne Begriffe aus Baumgarten erwähnt, die glücklich gefunden wurden, wie zum Beispiel der Felix Ästhetikus. Und hier ist mir heute erst so richtig aufgefallen, spricht er vom ästhetischen Horizont, Paragraph 119, Ubertas Materie. Der Horizont der menschlichen Erkenntnis, sagt er da, in Klammern die Sphäre, der Gesichtskreis der menschlichen Erkenntnis, umfasst eine begrenzte Anzahl von Stoffen aus der unbegrenzten Gesamtheit der Gegenstände, die einen mittelmäßigen menschlichen Geist klar sein können. Das ist also der ästhetische Horizont, das Gebiet und den Gesichtskreis des schönen Analogons der Vernunft und so weiter. Also das ist ein schöner Begriff, weil er eben das Reich des Ästhetischen räumlich irgendwie, Territorium sagt er auch, weil er das so räumlich fasst. Wollte ich einfach noch betonen, weil es ja auch ein bisschen um den Begriffserfinder Baumgarten ging. Ja, natürlich. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage zum Entstehungskontext, und zwar, weil wir letztes Mal betont hatten, dass Baumgarten Philosoph ist, ob es unüblich war, dass Philosophen sich mit derartigen Themen, also Poetik, Ästhetik, beschäftigen, oder ob sie nicht durchaus häufig auch in Themengebiete involviert waren, die nicht streng nur auf ihr Fachwissen beschränkt waren. Ja, dass das üblich war, sehen wir schon bei Platon und Aristoteles eigentlich. Das ist eine antike Tradition. Sicherlich ist das wichtig, dass man hier schon einmal die beiden bedeutendsten antiken Philosophen in diesem Feld engagiert sieht, involviert sieht.
Das denke ich schon. Unüblich ist das nicht. Ich verweise eben nochmal auf Hans-Peter Marti und Seidel, die dieses akademische Schrifttum über Ästhetik im 18. Jahrhundert hervorheben. Aber es gilt fürs 16., 17. Jahrhundert natürlich gleichermaßen, dass die Ästhetik, also das Feld der Kunstfragen von Philosophen behandelt wird, ist nicht ungewöhnlich. Oder dass Politologen auch über Fragen der Philosophie schreiben. Ich denke zum Beispiel an Skaliger, dessen 7 Bücher über die Poetik ja so eine Grundschrift waren, haben wir hier nicht behandelt jetzt, aber für das späte 16., für das 17. Jahrhundert war das ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt eine Linie der philosophischen Reflexion der Kunst seit der Antike. Und darauf konnte man sich dann auch immer wieder berufen. Man sieht ja, wie Aristoteles plötzlich wieder aktuell ist im deutschen 18. Jahrhundert. Ja, das sehen wir dann gleich auch nochmal bei Lessing. Übrigens bei, Baumgarten überhaupt nicht, ja. Aber ich glaube, das haben wir letztes Mal schon gesagt, dass Aristoteles für Baumgarten eigentlich keine bedeutende Rolle spielt. Dafür hat er gewissermaßen den ganzen Horaz exzerpiert und verteilt über seine Schrift hier. Also Baumgarten ist ein Horaz-Kenner, ein Horaz-Anhänger, wie auch Gottsched ja im Übrigen schon. Das ist hier viel, viel wichtiger als Aristoteles. Und ich denke, im zweiten Teil werden wir dann auch darüber sprechen, wie die Aristoteles-Rezeption zu beurteilen ist, die danach 1750 eigentlich mit Macht einsetzt in Deutschland. Aber es ist keineswegs so, dass das einfach eine Kontinuität war. Leute wie Baumgarten oder Bodmer, Bodmer kennt sicherlich Aristoteles besser und zitiert auch gelegentlich, aber es ist keine so direkte Auseinandersetzung mit ihm, wie dann bei Lessing eben oder Mendelssohn. Ja, dafür wird Horaz. Ja. Ich würde jetzt zum zweiten Block überleiten, und zwar zentrale Aspekte, Konzepte und Begriffe von Baumgarten. Wir hatten bereits gesagt, dass es insbesondere zu den Begriffen von Baumgarten noch einige Rückfragen gab. Zunächst einmal die Bitte, das Analogon der Vernunft noch einmal zu erklären. Also wie ist dieser Begriff zu verstehen? Wird der Synonym für die unteren Erkenntnisvermögen benutzt oder steckt mehr dahinter? Ja, Analogon der Vernunft ist ein Hilfsbegriff natürlich. Es ist so etwas Ähnliches wie Vernunft. Man könnte fast sagen, es ist wie eine Metapher eigentlich strukturiert, diese Begriffsbildung. Das Analogon der Ästhetik ist das, Ästhetik ist die Kunst des Analogons der Vernunft. Er hätte natürlich einfacher sagen können, Ästhetik, das ist die Kunst der Fantasie oder sowas, der Erfindung, etwas in der Art, wie das Bodmer, Breitinger auch tun. Logik der Fantasie. Eigentlich ist es das, ne? Das ist, was er meint, die Logik der Fantasie. Aber die Fantasie ist nicht das einzige untere Erkenntnisvermögen, sondern da gehören ganzes Bündel von Fähigkeiten, Facultates hinein, zum Beispiel die Erfindungskraft auch, die Dichtungskraft, die Wahrnehmungen alle im Einzelnen. Also es ist ein ganzes Bündel von Empfindungen. Fantasie wäre zu poetologisch verengt, glaube ich. Also nochmal gesagt, es geht um diese unteren Erkenntnisvermögen, die aber aufgewertet, nobilitiert werden. Das wollte ich gerade noch sagen. Das ist so ein bisschen auch wie ein Versuch, erscheint es aufzuwerten, indem man es mit der Vernunft irgendwie gleichsetzt. Oder zumindest auf dieselbe Stufe setzt, nicht gleichsetzt. Ja, Baumgarten nimmt ja in der Einleitung, in den Prolegomena, einen Einwand vorweg, der sagt, ja, aber komm, wieso wertest du das so auf? Die Sinne sind doch eigentlich immer der Vernunft entgegengesetzt, geradezu feindlich. Man muss sie unterjochen. Die Affekte sind eigentlich geradezu das Böse im Menschen. Man muss sie disziplinieren und unterdrücken. Nein, das ist hier nicht so, sondern er hebt sie eigentlich in Richtung der Vernunft an und weist ihnen eine einführende, eine vermittelnde Rolle zu. Sie sind praktisch so, wie die Vernunft auch schon strukturiert. Eine starke Lesart der Ästhetik wäre, dass die sinnliche Erkenntnis eigentlich Voraussetzung ist der Vernunft- und verstandesmäßigen Erkenntnis. Die Sinne sind das Eintrittstor
in die Welt. Nur über sie kommen wir eigentlich zu den Begriffen. Also das ist die starke Lesart, die man auch begründen kann. Aber wie gesagt, vor allem diese Rechtfertigung, diese Rehabilitierung der Sinneskräfte im Sinne, ja, teilvernünftiger Kompetenzen des Menschen. Das ist das, was Panayotis Kondylis die Rehabilitierung der Sinnlichkeit in der Aufklärung nennt. Und das Paradox ist, dass das geschieht durch einen Vertreter der rationalistischen Schulphilosophie, die ja so narrativ den Verstand als absolute Fähigkeit auf den Thron gehoben hat. Und da sieht man eben sehr schön, dass die Aufklärung dichotomisch funktioniert oder zwei Pole hat. Der Rationalismus natürlich betont den Verstand, aber innerhalb desselben Systems bringt er auch die Aufwertung der unteren Erkenntniskräfte. Das ist jetzt gewissermaßen die Lehrmeinung, die ich hier vortrage, das Hauptnarrativ der Germanistik und der Philosophie, Geschichte, und das stimmt auch. Bei all den Ungleichheiten, die natürlich bleiben, es ist eine relative Aufwertung. Ja, von einer Kunst des Sinnlichen ist hier natürlich gar nicht die Rede. Von dem schwierigen Verhältnis von Erotik und Ästhetik zum Beispiel, das Nietzsche dann an Kant kritisiert. Ja, also das ist hier überhaupt nicht auf dem Schirm. Die Problematik, dass man von der Sinnlichkeit immer noch das weiter unten liegende abschneidet, das bleibt natürlich immer ein Problem der Ästhetik. Wie viel Sinnlichkeit wollen wir zulassen? Nicht alles zumindest. Nein, bei Baumgarten und Kant eben nicht. Und das ist das rationalistische Erbe. Also wir wollen das nur so weit zulassen, wie das eben den höheren Erkenntniskräften letztlich zuarbeitet. Man könnte ja also die Herr und Knecht ist doch klar am Ende. Die Ästhetik ist bringt das Analogon der Vernunft. Ja? Also alles guckt in Richtung Vernunft. Die bleibt auf ihrem Thron sitzen. Da bleibt kein Zweifel. Naja, gut, okay. Soweit. Gut, dann leite ich jetzt zum nächsten Begriff über, und zwar der ästhetischen Wahrheit. Auch hier gab es noch ein paar Schwierigkeiten beim Verständnis und die Bitte, das nochmal zu erklären, vielleicht auch an einem konkreten Beispiel. Ja, die ästhetische Wahrheit, das ist der suggestivste Begriff, der hier vorkommt. Hier wird begrifflich so etwas wie ästhetische Autonomie etabliert. Es gibt eine ästhetische Wahrheit und dann gibt es auch noch eine ästhetikologische Wahrheit. Beides meint doch recht ähnliche Dinge dann am Ende. Ich habe mich auch noch mal gedanklich bemüht, das zu differenzieren. Aber ästhetische Wahrheit ist Seite 402 und 403 in unserem Abschnitt. Da heißt es, das dritte Besorgnis bei geschmackvoll zu denkenden Sachen möge die Wahrheit sein, jedoch die ästhetische. Das heißt, die Wahrheit, insoweit sie sinnlich zu erkennen ist, Veritas quatenus sensitive cognoscenda ist. Ja, was heißt das jetzt? Es kann Verschiedenes heißen und ich meine, es changiert zwischen unterschiedlichen Optionen. Also, das kann jetzt erstens heißen, es gibt die eine Wahrheit und es gibt nur sie und wir können sie auf verschiedenen Kanälen ansteuern. Also auf dem logisch-rationalen Kanal oder auf dem Kanal der Ästhetik. Das heißt also, dann wäre die Ästhetik eine bestimmte Zugangsweise zur Wahrheit, ein bestimmter Ausschnitt, eine Perspektive, diesen riesen Ballon der Wahrheit vielleicht, wenn man sich das so vorstellen mag, zu beleuchten. So, aber die stärkere und interessantere Deutung der Sache ist natürlich, dass die Ästhetik eine eigene Wahrheit hat, die nicht kongruent ist mit der Wahrheit der Logik zum Beispiel. Ja, gut, also Option 1 und 2 müssen sich vielleicht nicht ausschließen. Man stellt sich vielleicht so nach der Art der Mengenlehre unterschiedliche Mengen vor, die vielleicht auch Schnittmengen produzieren. Aber die ästhetische Wahrheit ist letztlich eine eigene Entität, Sphäre, Menge. Jetzt müssen wir hier irgendwie eine Metapher suchen. Ja? Ich habe die Mengenlehre jetzt irgendwie für mich wieder entdeckt und versucht, das so zu beschreiben. Aber vielleicht ist auch das Bild der Perspektive, des Gesichtspunktes hier interessant. Also Seite 404 sagt er, was er eigentlich meint. Und das klingt dann fast aber wieder banal gegenüber dem großen Entwurf der ästhetischen Erkenntnis. Da heißt es,
Erinnere dich an die Satiren des Horaz, wo es ja heißt, dass die Kunst ihr eigenes Privileg hat, und zwar lachend die Wahrheit zu sagen. Bekannter Vers von Horaz: Quam quam ridentem dicere verum quis vetat. Also, wer verbietet es, lachend die Wahrheit auszusprechen? Also, im Lachen ist hier der ästhetische Modus gewissermaßen, der hineinkommt. Ja, während der Logiker die Wahrheit mit strengem Gesichtsausdruck vorträgt, darf Horaz als Dichter sie auch lachend und im Modus der Satire vortragen. Das hat er gemeint im Wesentlichen, dass die Ästhetik, dass die Kunst einen bestimmten Modus hat, allgemeine Wahrheiten auszusprechen. Was Horaz vorträgt, also denken Sie an Sapere Aude, wage dich deines Verstandes zu bedienen, das sagt der Kant auch. Aber Horaz sagt es auch, nur er sagt es irgendwie launiger, so als Bonmot. Also diese banale Tatsache, dass die Kunst ihre eigenen Ausdrucksformen hat und bestimmte allgemeine Wahrheiten einfach rhetorisch, poetisch ausdrückt, das meint er in erster Linie mit ästhetischer Wahrheit. Aber ich sage nur, der Begriff selber, der hat ungeheures Potenzial, das Baumgarten aber nicht ausschöpft. Der Begriff ist besser als das, was er dazu sagt. Also man könnte noch viel Potenzial rausholen. Ein weiterer Begriff, der ebenfalls nicht von allen völlig verstanden wurde, ist die ästhetische Taumaturgie. Ja. Vielleicht können wir auch darüber noch mal kurz sprechen. Ja, ich glaube, dieser monströse Begriff hat ein bisschen erschreckt, oder? Taumaturgie. Was Ich heißt das? vermute. Also, das ist griechisch, da stecken zwei Wörter drin. Tauma, das Wunder, eigentlich der Gegenstand des Anstaunens. Tauma idestai heißt es bei Homer immer, also ein Wunder anzuschauen, ja, wunderbar anzuschauen. Und Urgie heißt ja immer das Betreiben von etwas. Also Taumaturgie ist, das heißt Wunderbares hervorbringen. Die Technik, etwas ja, Wunderbares hervorzubringen, zu bewerkstelligen. Es gibt Theurgie als Gotteszwang. Also Urgie heißt immer etwas herstellen, bewirken, ausüben und so. So, und dann heißt Taumaturgie also die Herstellung von Wunderbaren, ästhetische Produktion des Mirakulösen, Staunenswerten. Ja, Seite 821, ich lese das einfach auch nochmal vor, um den Sound ein bisschen zu bekommen. Das Licht der Neuheit erhellt die Vorstellungen ungemein, die anschauende Erkenntnis einer Neuheit, die Verwunderung erregt die Neugier. Die Neugier die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit verschafft der Sache, die sie sich in lebhafter Weise ausmalen soll, ein neues Licht. So hat sich das einmal im Kreis gedreht hier. Es beginnt bei Licht und endet bei Licht. Das Lux Novitatis, ja, Lux Novitatis erregt die Curiositas und die Curiositas die Attentio, heißt es hier. Das sind nun alles Begriffe, die man gut kennt, wenn man sich mit früher Neuzeit auseinandersetzt, natürlich. Ich habe ja gesagt, es ist eigentlich im Kern die Ästhetik des 18. Jahrhunderts, die Ästhetik des Wunderbaren und des Neuen. So. Das findet man seit Giambattista Marino oder so als Grundsatz der Barockästhetik, wenn man so will. Aber hier wird es verwendet zum Zwecke der Aufmerksamkeitslenkung. Ich glaube, bei Breitinger haben wir das auch schon gesehen. Also, was kann eigentlich die Poetik? Warum muss es sie geben? Antwort: Weil sie durch ihre spezifischen Möglichkeiten, durch ihre sinnliche Attraktion den Zuschauer, Leser, Zuhörer lenkt auf bestimmte Sachen. Ja, sie weckt die Attentio, die Aufmerksamkeit. Breitinger hatte sogar auch noch ja dazu gesagt, dass die Aufmerksamkeit auch stärker auf Dinge gelenkt wird, die in der Natur nicht so interessant erscheinen, also Ja. dass dadurch auch Mehrwert an Aufmerksamkeit erzeugt wird. Ja, da fällt mir so ein Autor ein wie Barthold Hinrich Brooks, der Naturlyrik verfasst hat, eben in diesen 1740er Jahren. Vor allem für die Züricher war er wichtig, immer wieder als Exempel auch, der durch die Natur, seinen Garten, durch die Landschaft geht und kleinste Lebewesen, Ameisen, Fliegen,
und so weiter Raupen zur Kenntnis nimmt, mit seinem ästhetischen Mikroskop beleuchtet, das heraushebt, um im Kleinen eben die göttliche Spur zu erkennen. Also man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Attentio, die Kunst der Aufmerksamkeit, Barbara Thums hat da ein schönes Buch drüber geschrieben. Das ist eine psychologische Kompetenz oder Fähigkeit des Menschen, Dinge zu bündeln. Wenn man das nicht hat, dann ist man entweder blind oder zerstreut. Das spielt in den psychologischen Debatten des 18. Jahrhunderts auch eine große Rolle. Zum Beispiel Bücherlektüre zerstreut, aber es geht immer darum, die Attentio zu gewinnen. Ist auch letztlich eine rhetorische Lehre, ja, den Zuschauer, den Leser attentum facere, sagt Cicero. Ja, das macht man natürlich bei der Einleitung immer. Jeder kennt das, wenn man irgendwo in einen Vortrag reingeht, muss man irgendwas machen, um die Aufmerksamkeit zu binden erstmal. Und so ist das mit der Taumaturgia. Aber ich wollte abschließend noch sagen, das ist ein Begriff des 18. Jahrhunderts. Ich hatte Athanasius Kircher erwähnt, den berühmten barocken Enzyklopädisten und Universalgelehrten, der einen Traktat über Optik geschrieben hat. Ars magna lucis et umbrae heißt das, 1648. Und da wählt er als Bezeichnung für die Zauberlaterne, die Laterna Magica, den Begriff der Laterna Taumaturgica. Da sieht man das mal schön. Ich glaube, das ist eine Zauberlaterne, kann sich jeder vorstellen, das Prinzip Kino, Projektion. Und das bekommt den Begriff Taumaturgica. Und Kirche hat auch sonst diesen Begriff häufig verwendet für alle Arten von Techniken, Schreibmaschinen, Komponiermaschinen, die er eben so ersonnen hat. Das ist eine typische Figur des 18. Jahrhunderts, des 17. Jahrhunderts eigentlich. Begriff. Gut. Gut. Dann würde ich zur nächsten Frage überleiten, und zwar noch einmal die Bitte, einen Begriff zu erklären, und zwar diesmal der Begriff Ordnung und was das im Sinne Baumgartens bedeutet, spezifisch auf die Aussage zurückgehend, dass Schönheit zuerst aus Ordnung und dann aus Vollkommenheit stamme. Ja, das ist natürlich auch ein alter Gedanke. Ordnung, Proportion, Symmetrie als Inbegriff von Schönheit. Da kann man in die antike Malerei-Debatte hineinschauen. Geradezu die Begrifflichkeit dieser Debatte. Symmetria als Synonym für Pictura, das findet man häufig. Das ist dann seit der Renaissance immer wieder auch so diskutiert worden. Das hat natürlich einen platonischen Hintergrund, kann man sagen. Viele kennen ja auch Da Vinci und Dürer, die mit Fragen der Proportion in der Kunst umgegangen sind. Ich glaube, das ist eine der naheliegendsten Definitionen für Schönheit. Ordnung, Kosmos im Griechischen drückt auch beides aus, die Ordnung und den Schmuck und die Schönheit. Also das ist eine der traditionellsten Definitionen mit einem gewissen platonischen Hintergrund. Aber eben auch in der Debatte der Künste vor allem verankert. Und wir erinnern uns ja, dass Baumgarten keine Literaturtheorie machen will, sondern eine allgemeine Theorie der schönen Künste. Meyers Buch heißt ja dann auch schon, spricht dann auch schon von schönen Wissenschaften im Allgemeinen. Also dieser Impetus, die Literatur zu transzendieren auf ein Gesamtsystem der Künste, das ist da. Und insofern ist das, ja, ist das ein Begriff, der vor allem in der Malereidebatte seinen Platz hat. Aber natürlich gibt es auch rhetorische Äquivalente wie Concinitas zum Beispiel. Concinitas, also die Proportioniertheit eines lateinischen Satzes zum Beispiel, dass er nicht zerfällt in unterschiedlich lange Bestandteile, Cola oder so. Das wird auch Inkonzinität, Konzinität ist ein rhetorischer Begriff. Also ich glaube, das ist für das Alltagsverständnis bis hinein in so einen Allgemeinbegriff von Schönheit, glaube ich, das naheliegendste überhaupt. Symmetrie, Ordnung, Schönheit. Oder? Es gibt auch solche Tests, wo man die Gesichtshälften vermisst und dann spiegelt und sich dann darüber klar wird, wo auch Grenzen der Symmetrie und der Ordnung sind. Also die schöne Unordnung wäre zum Beispiel ein Begriff des 18. Jahrhunderts, le beau désordre, also dass die Ordnung selber dann wieder durch Elemente der Irritation durchkreuzt werden muss, damit man das Schöne, damit man es als Schönheit empfindet. Naja, also ich glaube, auf diesen Punkt kommen wir noch. Schiller hat das sehr kritisiert zum Beispiel, also diese Idee, dass die vollkommene Ordnung gleich Schönheit ist.
aber es ist irgendwie traditionelle Ästhetik, würde ich sagen. Ja, kann man sich vorstellen. Ja. Dann noch weitere Fragen zu Begrifflichkeiten von Baumgart, und zwar dieses Mal der Unterschied zwischen logischer Wahrheit im engeren und logischer Wahrheit im weiteren Sinne. Das kam auch in dem Text zur Sprache. Ja, das habe ich wieder ein bisschen suchen müssen. Es ist Paragraph 429 hier. Das ist jetzt schon eine sehr, Spezifische Frage. ja, ist eine sehr spezifische Frage. Wenn es nun allerdings eine logische Wahrheit, freilich im engeren Sinne gibt, die nur durch den Verstand zu denken ist, entweder seitens des Subjekts oder derjenigen Objekte und so weiter, dann liegt dieselbe über dem ästhetischen Horizont, heißt es hier. Dann liegt dieselbe über dem ästhetischen Horizont und wird zu Recht wenigstens zum gegenwärtigen Zeitpunkt weggelassen. Denk dir die ringförmige Sonnenfinsternis des letzten Jahres als nicht nur Naturkundiger, sondern auch mathematischer Astronom oder in Gesellschaft von Astronomen. Und denk dir dieselbe dann als Hirte, entweder für deine Gefährten oder für deine Neaira. Das fand ich sehr schön. Also da gibt sich Baumgarten als Schäfer hier und stellt sich so eine typische Schäfergeliebte vor. Neaira, für deinen Neaira. Also Humor hat er ja schon immer wieder zwischendurch. So einen ganz eigenen akademischen Humor. Halt ein, wie viel Wahres wirst du vorher gedacht haben, das nun gänzlich übergangen werden muss? Ja, das ist also der Punkt. Die logische Wahrheit im engeren Sinne ist eben nur für die Logik und nur für das Technische zuständig. Das wäre eben die genaue Kenntnis der Gestirnbahnen, wenn man in den Nachthimmel guckt. Aber für deine Neaira oder deine Geliebte, die dich nachts im Garten begleitet, da musst du es nicht so genau wissen. Es gibt von Fontenelle ja einen schönen. Ein schönes Gesprächsbuch über die Pluralität der Welten, wo genau diese Szene vorgestellt wird. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat sie hier vor Augen gehabt, wo ein Abbé einer adligen Dame abseits einer Gesellschaft in einem schönen Garten um 1700 herum erklärt, dass es eine Vielzahl von Welten da oben gibt und wie sich das verhält. Und er will eigentlich immer wieder abbrechen, weil das unangemessen ist für die Dame, solche astronomischen, kosmologischen Überlegungen anzustellen. Das ist ein bisschen das hier, aber es macht nochmal deutlich, worauf Baumgarten hinaus will. Die ästhetische Wahrheit muss auf bestimmte einzelne Dinge verzichten. Zum Beispiel auch, das ist ein anderes Beispiel, auf bestimmte Angaben, die logischerweise bei einem Ereignis genannt werden müssen, auf bestimmte Umstände verzichten. Wenn Vergil den Gang in die Unterwelt schildert in Buch 6 der Aeneis, dann willst du jetzt nicht wissen, wie viele Bäume links und rechts standen, obwohl es gewissermaßen impliziert ist oder welche Tageszeit das jetzt genau war, welche Stunde oder so. Das wäre für die logische Analyse der Sache vielleicht wichtig, aber für die poetische Wahrheit tut es nichts zur Sache. Das ist einfach wieder der poetische Blickwinkel oder die poetische Darstellung. Ja, die nicht jedes Detail beachtet, Genau, man muss sondern eher eben, den größeren ja, Zusammenhang. muss, also ich sage das nochmal, oh he, es ist hier lateinisch, quod vera cogitasti prius nunc omnino praetermittenda. Also weh, oh je, wie viel Wahrheit hast dir vorher überlegt und musst sie jetzt weglassen? Wenn du da eben stehst mit deiner Geliebten im Garten des Nachts und guckst in die Sterne, dann kannst du nicht aufzählen, wie jetzt die Schwerkraftgesetze funktionieren oder so, Beispiel Newton. Ich fand es schön, war mal ein erheiternder Moment jetzt hier auch der Lektüre. Ja. Gut, dann würde ich jetzt Ja. noch eine Frage zu den Begriffen stellen und dann gehen wir vielleicht Ja. weiter. Und zwar der Stellenwert der ästhetologischen Wahrheit. Wie stellt sich der dar? Ist es eher ein Überschneidungsbereich von ästhetischer und logischer Wahrheit, also rein argumentativ, oder gibt es hier auch einen systematischen Mehrwert? Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ästhetikologisch als Begriff korrespondiert dem Begriff Analogon rationis. Nach meinem Verständnis ist das nur ein Synonym zu ästhetischer Wahrheit, weil die ästhetische Wahrheit ja irgendwie äquivalent zur logischen Wahrheit ist oder teilkongruent oder sowas. Denken wir mal an die Schnittmengen jetzt hier.
Denken wir an die Geschichte mit den Sternen nochmal. Also ein Teil der logischen Wahrheit ist auch für die ästhetische Wahrheit interessant. Ein Teil wird man erwähnen irgendwie, man wird sowas sagen wie Sonnensysteme als Begriff oder so. So stelle ich mir das vor. Na gut, Paragraph 440, Veritas Aestheticae Logica. Was ist das? Die des Allgemeinen, der Begriffe, der allgemeinen Urteile und so. Das ist wieder schwer verständlich, würde ich sagen. Es läuft aber auf etwas sehr Wichtiges hinaus, nämlich in der Ästhetik kommt es auf möglichst große Konkretion an. Minus General, Determination, Moment, was haben wir hier, wo fangen wir an? Mitten in dem Absatz, Seite 419, es geht darum, die höchst abgesonderten, die abgesonderten, die Generales und Abstractas Vorstellungen beiseite zu lassen und die einzelnen Singulares vorzuziehen, soweit es geht. Dasselbe rät das Prinzip der Ubertas, sagt er hier. Also, das heißt, der Dichter wird versuchen, seine Gegenstände möglichst konkret darzustellen und er wird versuchen, möglichst konkrete, sinnlich individuierte Gegenstände darzustellen. Die Vorstellung ist einfach die, der einzelne Stuhl statt des allgemeinen Stuhls, der Idee des Stuhls oder so. Schiller bringt auch das in den Kallias-Briefen ein bisschen auf den Punkt. Also wie kann das sein, dass man die Energie bewahrt, die Energie dieses Einzeldings, die Konkretion bewahrt. Die Sprache hat eine Tendenz zur Verallgemeinerung. Das steht jetzt hier nicht so drin, aber es ist die widerstrebende Tendenz eben, die Sprache tendiert zum Allgemeinen, aber der Dichter, der Ästhetiker muss es möglichst konkret und sinnlich haptisch sagen oder darstellen. Und insofern hat die Logik eine andere Tendenz als die Ästhetik, eine geradezu diametral andere. Die Logik muss aufs Allgemeine zielen und die Ästhetik zielt aufs Einzelne, Konkrete, Sinnlich-Haptische. Es ist ein bisschen das, was Aristoteles über Geschichtsschreibung und Dichtkunst auch schon sagt, in etwas anders gewendet, aber diese Vorstellung, das Einzelne, das Allgemeine. Also ich habe es mir jetzt so zurechtgelegt, muss aber zugeben, dass es nicht sehr deutlich ist, ob er mit ästhetikologisch nun etwas anderes sagen will, wie mit ästhetische Wahrheit. Die Paragraphen folgen auch unmittelbar aufeinander. 439 ästhetische Wahrheit, 440 ästhetikologische Wahrheit. Ja. Ja, ein bisschen Begriffsscholastik hier. Gut, dann würde ich jetzt vielleicht besser mal zum dritten Block, und zwar der Rezeption und Allgemeinteam überleiten. Die erste Frage ist ziemlich grundsätzlich, und zwar: War es üblich, Vorlesungen festzuhalten bzw. aufzuzeichnen, wie wir das schon häufiger hatten, oder wurden die eher von einzelnen Zuhörern veröffentlicht, also in Form ihrer eigenen Mitschriften? Ja, das ist üblich gewesen. Der erste Fall, wo uns das begegnet, ist eigentlich Aristoteles. Wo uns das so markant begegnet, dass wir Schriften haben, die vom Typus und Duktus eigentlich keine exoterischen, publikumsadressierten Schriften sind, sondern irgendwie aus einem internen Kreis herauskommen. Aber das darf man jetzt auch nicht mit Notizen verwechseln, wenn wir die Poetik gelesen haben. Das ist ja schon durchformuliert. Jetzt muss man annehmen, dass Aristoteles das durchgeschrieben hat zum gewissen Grade, aber nicht für ein allgemeines Publikum aufbereitet. Und so sind alle Schriften des Aristoteles eigentlich die Schulschriften. Trotzdem sind sie nicht einfach nur Stichpunkte. Das hat man natürlich auch später. Ja, es gibt diese Kommentare, es gibt dieses Prinzip natürlich in der Lehre der Universitäten. Vorlesung heißt ja ursprünglich, der Professor oder Dozent liest einen Text vor, ein Buch von Cicero zum Beispiel oder die Aeneis des Vergil, liest vor und kommentiert dann durchlaufend. Und die Studierenden, die schreiben den Text der Aeneis mit und sie schreiben die Kommentare des Professors mit. Also schreiben alles mit, gewinnen auf diese Weise den Originaltext und den Kommentar. Man hat das sogar methodisch zurückverfolgt, indem man jetzt aus humanistischen Drucken und Mitschriften dann den Kommentar, sagen wir von Camerarius zu Cicero,
rekonstruiert hat. Das kann man natürlich machen. Und wenn man dann etwas weitergeht, die berühmtesten Mitschriften, die stammen von Hegels Ästhetik aus den 1810er Jahren. Da gibt es sogar mehrere Mitschriften, ja, die natürlich auch wieder teilkongruent sind, aber in einzelnen Punkten dann schon variieren. Was wir als Hegels Ästhetik in drei Bänden lesen, bei Suhrkamp erschienen, das ist eigentlich eine Mitschrift. Und die beruht nicht auf dem Kollegheft von Hegel selbst. Ein bisschen anders ist es bei Heidegger, wo das auch vorkommt, steht mir dieses Semester ein bisschen vor Augen. Da hat man zum Beispiel auch ein Schiller-Seminar rekonstruieren können aus den Mitschriften der Studierenden. Ja, also bis in kleine Details hinein kann man nachvollziehen, wie er den Raum betritt, das Protokoll verlesen lässt, die Anwesenheit überprüft und all das. Ja, also früher hat man wesentlich mehr mitgeschrieben eigentlich und mitprotokolliert. Insofern. Den Eindruck habe ich auch. Oder haben wir alle? Naja, heute kann man sich sehr öfter mal anhören dafür. Ja, genau, jetzt zum Beispiel. Ja, genau. Also das als Antwort ist eigentlich guter akademischer Usus, das Mitschreiben, Mitprotokollieren und das Ex post publizieren auch. Gut. Dann direkt nochmal zu Baumgartens Ästhetika. Hat jemand polemisch gegen Baumgarten geschrieben oder hat er eher Zustimmung erfahren in der Rezeption? Das ist eine ganz interessante Frage. Ja, wie ist eigentlich die unmittelbare Rezeption Baumgartens gewesen? Ich habe ja schon mal gesagt, Kant kennt und schätzt Baumgarten. Ja, er ist irgendwie natürlich von derselben Profession. Es liegt nahe, dass Kant ihn rezipiert. Aber nicht so sehr in der Ästhetik als in der Metaphysik. Und Lessing führt so eine kleine Polemik, nicht mehr als eine Stichelei, in der Vorrede zu Laokoon, wo er sagt, ja, ich biete hier unordentliche Kollektaneia, das werden wir sicher noch aufnehmen nachher, ich mache hier nur so unordentliche Notizen, andere sind ja viel systematischer, aber die systematischen Bücher über die Ästhetik schmecken einfach nicht nach der Quelle. Und dann nennt er Baumgarten explizit. Also hier ergeben sich einfach zwei grundsätzliche Linien oder Stile der Reflexion. Aber ich bin mir gar nicht so sicher. Also Herder hat natürlich Baumgarten rezipiert, aber wie sehr das gelesen wurde. Man muss sich ja auch deutlich machen, wir lesen es jetzt in der Übersetzung oder mit Hilfe der Übersetzung von Dagmar Mierbach. Und vorher gab es eine Auswahlausgabe im Meiner Verlag. Aber es gab ja gar keine Übersetzung davon und es ist schon wirklich schwerste Kost, auch für einen Leser des 18. Jahrhunderts, auch für Schiller, der sehr gut Latein konnte. In dem Sinne ist, glaube ich, immer in Erinnerung geblieben, dass Baumgarten der Erfinder der Ästhetik ist, aber seine einzelnen konkreten Punkte, niemand hat dann von der ästhetikologischen Wahrheit mehr gesprochen später. Das kommt dann einfach nicht vor. Also er wurde nicht so konkret rezipiert. Das wäre mal interessant, wie sich diese Begriffe durchsetzen. Heute kann man ja alles mit Hilfe elektronischer Ressourcen herausfinden, ja. Google Ingram View oder so. Könnte man mal ästhetikologisch eingeben und sehen, ob das überhaupt irgendwo vorkommt. Oder der ästhetische Horizont. Das ist ja ein Kinderspiel, das rauszukriegen. Aber meines Wissens gar nicht so unternommen, ob diese glücklichen Begriffe auch rezipiert wurden. Dann ist das jetzt vielleicht auch mal ein Hinweis für die Studierenden. Ja, genau. Hausarbeiten müssen wir auch bald vergeben. Dann noch kurz zu Schiller. Und zwar, welche Aspekte in der Philosophie Baumgartens waren für ihn besonders interessant? Jetzt spezifisch auch über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, also in diesen Schriften. Diese Frage kann man so vielleicht schwer beantworten. Man kann hier eigentlich nur sagen, Schiller kannte Baumgarten sicher nicht direkt. Keinerlei ja. Lektüre. Insofern kann man es nur allgemein fassen. Also welche Aspekte, die Baumgarten aufbringt, sind dann für Schiller immer noch wegweisend. Ja, und das ist sicherlich der Gedanke der Autonomie, der ästhetischen Autonomie, gefasst als ein ästhetischer Horizont, ein besonderer Bereich der Kunst. Das Reich des schönen Scheins, heißt es dann bei Schiller im letzten ästhetischen Brief. Also das ist eine bestimmte Sphäre.
Hier ist die Begrifflichkeit Baumgartens eigentlich sehr passend, aber Baumgarten hat diese Frage Veritas Aesthetica nicht so sehr mit dem Begriff der Illusion oder des Scheins verbunden, der Täuschung, sagen Lessing und Schiller, der Täuschung verbunden. Ist auch interessant eigentlich, warum er das nicht tut. Hätte durchaus zur Verfügung gestanden, aber ihm geht es ja eben nicht um die Täuschung, sondern um die Wahrheit, könnte man sagen. Das hätte er dann doch als Provokation, glaube ich, empfunden, zu sagen, die ästhetische Wahrheit, ja, die liegt in der größtmöglichen Täuschung. So spitzt Lessing das dann zu. Die ästhetische Wahrheit ist die größtmögliche Täuschung. Also ich will sagen, die Idee einer autonomen ästhetischen Wahrheit, das bleibt ein wichtiger Punkt. Politische Aspekte spielen überhaupt keine Rolle bei Baumgarten oder die Frage einer rechtlichen Autonomie der Kunst, des Literaturbetriebs oder so, die dann im 19. Jahrhundert interessant werden. Nein, das hat Baumgarten nicht interessiert und für Schiller gab es eigentlich wenig Grund, hier zurückzugehen. Schiller hat dann doch eher eklektisch die Dinge seiner Zeit zur Kenntnis genommen, mutmaßlich auch aufgrund von Zeitschriftenlektüre einfach. Ja, also Schiller und Kant, ja. Dieses große Kapitel werden wir vielleicht auch noch, werden wir sicher ja auch noch ansprechen, später mal. Aber man darf sich unsere Autoren nicht als Doktoranden der Ästhetik vorstellen, die da eine systematische Untersuchung durchführen oder so, sondern man liest halt die Dinge, die im Journal stehen, was einem die Freunde empfehlen, vielleicht über mittels Quellen auch. Meyer, glaube ich auch nicht, dass Schiller den gelesen hat, so, wenn ich das richtig sehe. Übersetzungen kursieren selbstverständlich. Also Antwort in diesem Sinne ein bisschen negativ, keine Rezeption Baumgartens direkt, aber die Rezeption dieser Idee Autonomie. Ja, ich würde dann an dieser Stelle vielleicht jetzt zum zweiten Part überleiten und zwar zu Lessing. Ich denke, die übrigen Fragen haben wir eigentlich alle schon angesprochen. Also zu Meyer, zur Bedeutung seiner Schrift. Der Felix Aestheticus ist uns noch übrig geblieben, glaube ich. Den haben wir ein bisschen übersprungen, aber auch das wurde ja schon angesprochen. Ist es richtig, den Felix Aestheticus mit dem Genie zu identifizieren? Das stimmt. Ja, aber nicht ausschließlich eben. Genie ist ja die Instanz der Produktion, aber der Felix Aestheticus kann auch der Rezipient sein. Es ist der Connoisseur, der Mensch mit Geschmack, der den Goût hat, französisch. Ja? Also das ist ein Geben und Nehmen im buchstäblichen Sinne. Ja? Also das ist der Felix Aestheticus. Im Kontext der Heuristik ist er natürlich eher das Genie. Also im Kontext der Heuristik geht es ja darum, wie findet man den Stoff des Ästhetischen? Ja, wie kommt man an das schöne Denken heran? Also da hat er sicherlich eher das Genie im Blick. Aber begrifflich und so wie er es beschreibt, ist das eigentlich ein Kontinuum zwischen dem Produzenten und dem Rezipienten. Das werden wir bei Kant dann vielleicht sehen, der beides ja auch hat, die Ästhetik konzipiert vom Betrachter aus, aber dann auf die Position des Genies auch abhebt. Jetzt muss man auch sagen, dass Baumgarten vor dem Zeitalter des Genies gelebt und geschrieben hat, 1750. Edward Youngs Conjectures on Original Composition ist 1755 verfasst. Das beginnt eigentlich in den späteren 50er Jahren erst mit dem Geniekult und dauert dann so 20, 25 Jahre an, kann man sagen. Also das Genie, das Ingenium ja, aber Geniekult vielleicht noch nicht. So, das wollte ich doch noch ansprechen, weil Genie immer wieder eine faszinierende Frage ist. Dazu kommen wir ja auch noch mal dann in zwei Sitzungen, glaube ich. Ja. Dann gehen wir zu Lessing, oder? Zeit für den Input. Gut, dann würde ich an dieser Stelle überleiten zu Lessing, beziehungsweise Lessing, Nicolai und Mendelssohn und dem Briefwechsel über das Trauerspiel. Vielleicht erstmal zur Einführung der Entstehungskontext, beziehungsweise die Rahmenbedingungen. Können wir vielleicht auch erstmal etwas zu den drei involvierten Personen sagen, der Konstellation insgesamt und in welchem Verhältnis sie auch zueinander stehen? Ja,
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche das kurz zu tun. Nikolai Mendelssohn Lessing sind zunächst mal Generationsgenossen, kann man sagen. Mendelssohn und Lessing sind beide 1729 geboren. Bothmar Breitinger beide um 1700. Ja, also da sieht man schon, das ist jetzt die nächste Generation, die danach kommt. Baumgarten liegt so etwas dazwischen. Und Nikolai ist 1733 geboren, habe ich nochmal nachgeschaut. Das sind nun drei Freunde, die eng miteinander kollaboriert haben. Ich kann vielleicht nicht Leben und Werk von allen dreien vorstellen, aber es sind einflussreiche Vertreter der Aufklärung, vor allem der in Berlin jetzt beheimateten Aufklärung. Es ist das Zeitalter Friedrichs II., das bei Kant in dem Aufsatz Was ist Aufklärung 1784 dann noch einmal ganz groß und volltönig so bezeichnet wird, also Zeitalter Friedrichs II., in dem nun Berlin ein literarisches Zentrum geworden ist. Das ist das eine. Wo treffen die drei eigentlich zusammen? Das ist vor allem ein Zeitschriftenprojekt, die Briefe, die neueste Literatur. Neueste Literatur betreffend. Wir lesen auch noch kurz und besprechen den 17. Literaturbrief. Das ist aus dieser Reihe, die von 1759 bis 65 aufgelegt wurde. Das war eine literarische Zeitschrift. Und mit den Zeitschriften, schon im frühen 18. Jahrhundert, aber immer mehr, kommt nun ein neues Medium ins Spiel, in dem Kritik, Ästhetik, Poetik betrieben wird. Herbert Jaumann hat das mal auf den Punkt gebracht. Die Kritik oder die Ars Critica erlebt einen Wandel vom 17. zum 18. Jahrhundert, eine Transformation vom System zur Sukzession, ja, also zum Seriellen gewissermaßen, würde man heute sagen, also zur sukzessiven Produktion und Lieferung. Das heißt also, die Kritik und damit auch die Poetologie verändern sich. Wir haben ja gesehen, in dem 17. Literaturbrief geht es ja einerseits um Kritik, aber dann doch auch um Grundsätze einer neuen Poetik. Diese Seiten, also das Analytische und das Produktionsorientierte, das bleibt zusammen. Ja, also in diesen Briefen, die neueste Literatur betreffend, schaffen diese drei ein Organ, dass sie auch praktisch ausschließlich beliefern mit meist anonymen oder pseudonym signierten Texten, die zunächst vor allem von Lessing stammten. Ja, in der Anfangszeit vor allem von Lessing und dann eben auch die anderen beiden und auch weitere Personen. Also das ist dann der Kontext, auf den es zuläuft, 1759 bis 65. Es gibt ja, einen richtigen Aufschwung der Ästhetik und der Aufklärung in Berlin. Es gibt das gesellige Kaffeehaus, die Berliner Mittwochsgesellschaft. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Das betrifft vor allem Mendelssohn, der ja jüdischer Herkunft gewesen ist und dieses Interesse an Judaika auch durchgehend bewahrt hat. Mendelssohn, enger Freund Lessings, der dann das Vorbild für Nathan, den Weisen, abgegeben hat, also für diese Figur in Lessings Schauspiel von 1779. Nikolai ist so etwas wie der Proto-Aufklärer gewesen, der sich dann auch in manche Polemik mit Herder über die Volkslieder zum Beispiel hineinbegeben hat, aber auch eine Parodie auf den Werther geschrieben hat, 1775, ja, nicht die Leiden des jungen Werthers, sondern, wie heißt das, die Freuden des jungen Werthers. Ja, die Freuden des jungen Werthers 1775, das ist so ein bisschen vielleicht billige Polemik und Parodie liefert, aber er war ein streitbarer Geist, der auch einen Roman, Sebastian Notanker, Sebaldus Notanker so hinterlassen hat. Also vielseitig interessiert sind die drei vor allem an Fragen der Ästhetik in den 50er Jahren, würde ich sagen. Es ist eine neue Generation, ein neuer Wind, neue Medien, neue Perspektiven. Und das gibt vielleicht nochmal die Erklärung für das zuletzt Gesagte. Ja, warum ist Baumgarten, Bothmer, Breitinger, diese Generation, warum sind die dann eigentlich doch relativ schnell weg? Ja, Gottsched sehen wir dann recht deutlich. Da haben wir irgendwie den Konnex im 17. Literaturbrief.
Aber es weht ein neuer Wind und man hat sehr schnell die Briefe, die neueste neue Literatur betreffend, als ein zentrales Organ wahrgenommen, als eine Sensation im Bereich der Literatur. So, ist schwer mehr zu sagen. Über Lessing müsste man jetzt so vieles sagen, seine vielfältigen Beschäftigungen. Das können wir ja vielleicht auch noch in der nächsten Sitzung, wo wir nochmal ganz konkret über Lessings Laokoon sprechen. Ja, ist vielleicht besser, das auszusparen. Ich erinnere auch nur nochmal an die Lebensdaten 1729 bis 81. Also er ist der am frühesten verstorben ist, Nikolai 1811. Aber es waren Vertreter einer jungen Generation, die mit dem ganzen Gottsched-System aufgewachsen sind und Baumgarten, sich dann aber teilweise schon lustig machen über diese älteren Ästhetiker. Und sie dann auch ablösen. Für Lessing charakteristisch insgesamt ist natürlich der ironische, tänzelnde, nie ganz festzumachende Ton der Argumentation. Ich glaube, das hat man bei der Lektüre auch sofort gemerkt. Also ein ganz eigenen spaziergängerischen Stil, so fasst er das im Laokoon mal. Also völlig andere Stilistik einfach. Vielleicht kommen wir an dieser Stelle auch nochmal ganz konkret auf den 17. Brief zu sprechen, den wir ja bereits angesprochen hatten und den die Studierenden auch vorbereitet haben. Und auch, wie er vielleicht in diesen Briefwechsel mit reinspielt. Also der entsteht ja, soweit ich das verstanden habe, auch einfach vor dem Hintergrund dieser Zeitschrift. Der ist erschienen in den Briefen, die neueste Literatur betreffend. Ja, also als Gottsched das aufschlägt, am 16. Februar 1759 hat ihn nicht der Schlag getroffen, aber doch, Gottsched war natürlich die Polemik gewohnt, die kam ja sowieso aus Zürich, aber der Beginn ist natürlich legendär. Niemand, sagen die Verfasser der Bibliothek, wird leugnen, dass die deutsche Schaubühne einen großen Teil ihrer ersten Verbesserung dem Herrn Professor Gottsched zu danken habe. Ich bin dieser Niemand. Das ist schon ein starker Einstieg. Ich bin dieser Niemand. Ja, das ist natürlich auch eine Anspielung auf Odysseus, der bei Polyphem in der Höhle ruft, ja, wer ist hier? Niemand. Udays, Nemo, es gibt viele von Hutten so eine schöne Elegie über diesen Effekt des Niemand. Ich leugne es geradezu. Es wäre zu wünschen, dass sich Herr Gottsched niemals mit dem Theater vermengt hatte. Das ist natürlich schon eine Frechheit des jetzt knapp 30-jährigen Lessing. Das ist eine Frechheit, das heißt ja eine vollkommene Verdammung aller Bemühungen, die Gottsched durchgeführt hat, gezeigt hat. Also das ist, glaube ich, der große Eklat, der hier vom Zaun gebrochen wird. Und es gehört aber ein bisschen zu Lessings Stil als Publizist, als Ästhetiker, als Poetologe in Form von Polemiken, Streitkultur, ja, vorzugehen. Seine Poetik ist eben eine polemische, kritische. So, und was ist jetzt eigentlich das Argument für diese Verurteilung? Argument ist grobe Verkennung. Ja, also erstmal Anschluss an die französischen Werke, aber in einer wenig verständigen Form. Wenig angemessen dem deutschen Nationalcharakter, der mehr dem Geschmack der Engländer verpflichtet ist. Das ist nun eine interessante Argumentation. Also die französische Dichtung wird gar nicht so verurteilt für sich selbst, aber sie wird als unangemessen für die deutsche Naturbefindlichkeit dargestellt, die mehr auf das große, schreckliche, melancholische setzt. Dann wird Shakespeare genannt, Corneille abgewertet gegenüber Shakespeare. Ja, das ist natürlich die Gottschedsche Linie, Corneille, das goldene Zeitalter und so weiter. Und dann kommt er mit etwas aus dem Hut, das vollkommen überraschend ist, nämlich mit seinem Fragment von Dr. Faust. Ja. Als ein Beispiel für ein shakespearisierendes Drama. Ja, wir wissen ja, dass Christopher Marlowe den Fauststoff um 1600 herum bearbeitet hat. Und
Wir wissen auch, dass dieser Fauststoff vollkommen heruntergekommen war im Zeitalter Lessings zur Puppenspielfabel. Also ein vollkommen unangemessener, lächerlicher Stoff, kindisch fast. Und Lessing hat ihn hier wieder aufgegabelt. Und man muss ehrlich sagen, dass sein Fragment auch wenig überzeugen kann. Es ist doch eigentlich sehr frostig und steif. Also nicht unbedingt an Shakespeare herankommen. Nicht das, was er verspricht. Eigentlich nicht, nein. Also wer sind die schnellsten Geister der Hölle? Das ist nun auch schon so eine scholastische Frage, die da auf zwei Seiten durchgeführt wird. Sowas hat sich Goethe dann gar nicht mehr zu Schulden kommen lassen, solche Spitzfindigkeiten. Oder er hat sie zumindest lustiger genommen. Und hier bleibt man in der Schwebe, ob er das eigentlich als Komödie oder Tragödie meint. Also dieses Fragment ist vollkommen rätselhaft, aber tatsächlich hat sich Lessing auch weiterhin dann mit dem Faust beschäftigt, ihn aber nicht vollendet. Nur hier sieht man deutlich den Geschmackswechsel und er wird festgemacht an der Person Gottscheds. Und Lessing findet hier eine Argumentation, die vor allem Herder dann ausbuchstabieren wird. Der Gedanke, dass Kulturen eigene Entitäten sind, eigene Sphären, die mehr oder weniger eben kompatibel sind miteinander. Ja, die französische Grundlinie ist mit der deutschen inkompatibel, sagt er hier. Wir tendieren mehr zu den Engländern, die Herder dann eingemeindet in von deutscher Art und Kunst. Ja, das Deutsch-Germanisch meint dann eben auch Englisch, wahlverwandtschaftlich irgendwie. Naja, also so würde ich das zusammenfassen. Es ist ein Paukenschlag, vor allem wegen der Polemik gegen Gottsched, der hier vom Sockel gestoßen wird. Das war natürlich ein Eklat, den man auch gehört hat. Das kann man sich vorstellen. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle zum Briefwechsel über das Trauerspiel überleiten und vielleicht einfach mal kurz als Ausgangspunkt steht der Brief von Friedrich Nicolai an Lessing, in dem er das Ziel ankündigt, die Lehre vom Trauerspiel zu erneuern, sich dabei von Aristoteles abwendet, spezifisch von seiner Katharsis-Lehre beziehungsweise dem Zweck der Sittenbildung des Trauerspiels und anstattdessen das Erregen von höchsten Leidenschaften als Zweck des Trauerspiels proklamiert und in diesem Zuge auch eine Typologie des Trauerspiels vorstellt, nämlich das rührende Trauerspiel, das heroische und das vermischte Trauerspiel und dabei jeweils mit den Kategorien Mitleid, Schrecken und Bewunderung arbeitet. Das sind, denke ich, so die zentralen Aspekte des Briefes, heruntergebrochen und auch die zentralen Diskussionspunkte im Folgenden. Ja, also wir haben jetzt gesehen, dass in diesem Briefwechsel die Wirkungsästhetik eine zentrale Rolle spielt. Also jener Abschnitt der Poetik des Aristoteles, in dem es um Eleos und Phobos geht. Ich habe in einer früheren Podcast-Sendung auch schon gesagt, mir kommt das bei Aristoteles schon immer so halb angeklebt vor, weil er an dieser Stelle ausnahmsweise mal von der Wirkung der Tragödie spricht, was gar nicht so häufig der Fall ist. Meistens geht es ja um strukturelle Fragen. Wie ist also die Architektur der Tragödie, die innere Zweckmäßigkeit? Na gut, also das wird jetzt wichtig, weil in der allgemeinen ästhetischen Debatte dieser Zeit die Psychologie eine immer wichtigere Rolle spielt. Die Psychologie, die Affekte, die Gefühle, die Empfindungen. So, das ist das Zeitalter der Empfindsamkeit, was ja nichts anderes heißt als Kultur der Empfindungen. Die Empfindsamkeit hat zum Ideal eine möglichst ausgeprägte Sensibilität. Das steckt ja in dem Begriff schon drin. Und also rückt das Wirkungsästhetik in das Zentrum der Ästhetik hinein. Ich setze den Zweck des Trauerspiels in die Erregung der Leidenschaften, schreibt Nicolai hier eingangs. In die Erregung der Leidenschaften, nicht das, welches geschickt ist, die Leidenschaften zu reinigen. Das heißt also, Nicolai kommt mit dem innovativen Gedanken, dass die Stimulation der Leidenschaften selbst das Ziel der Tragödie ist und nicht eine irgendwie reinigende, kathartische Wirkung. Das ist der Katharsis-Begriff wird also von ihm rausgeschmissen und damit ja eigentlich auch ein
moralisches, medizinisches, rituelles, theologisches, religiöses Telos. Denn das ist ja eigentlich dann der außerästhetische Zweck der Ästhetik bei Aristoteles. Kunst dient zu etwas, was nicht in ihr selber begründet liegt. Ja, Kunst als Medium der Säfte, des Säftegleichgewichts oder so. Es ist ja viel gestritten worden, was Katharsis heißt. Hat das eher einen medizinischen, einen religiös-rituellen Sinn? Worum geht es eigentlich hier? Das wird jetzt alles vom Tisch gewischt, das liegt außerhalb der Ästhetik, kommt nicht in Betracht. Das heißt, man könnte also sagen, Nicolai etabliert hier eine autonomieästhetische Begründungslinie, in dem Moral erstmal herausgenommen wird. Das ist erstmal bemerkenswert. Ja, es fällt natürlich auch auf, dass wir jetzt von ganz anderen Begriffen sprechen. Also wir sprechen jetzt von Mitleid, Schrecken, Bewunderung primär. Breitinger, Gottsched, Baumgarten sprachen wir die ganze Zeit von das Neue, das Wunderbare, das Mögliche. Also es geht jetzt nochmal eine ganz andere Dimension auch auf irgendwie. Ja, und das ist der Fall, weil man eigentlich erst jetzt wirklich über Aristoteles spricht oder mit Aristoteles über die eigenen Interessen, sagen wir es mal so. Also ein Dialog mit Aristoteles, und vorher ist es das einfach nicht gewesen bei Bodmer und Breitinger. Das bedürfte vielleicht auch noch in einer Untersuchung. Also wie ist eigentlich der Status der Aristoteles-Kenntnis bei Gottsched, bei Bodmer, Breitinger? Er ist da eine Autorität unter anderen, aber hier wird wirklich ein Dialog angezettelt. Ja. Und ist auch Kenntnis vorhanden. Das liegt auch daher, dass seit 1753, seit Curtius, eine deutsche kommentierte Übersetzung der Poetik vorliegt. Nicht früher, wie man denken könnte. Und beileibe nicht jeder Gelehrte ist in der Lage, sich mit dem griechischen Originaltext auseinanderzusetzen. Es hat natürlich lateinische Übersetzungen gegeben, aber das ist schon Stoff für Spezialisten gewesen. Jetzt liegt das auf dem Tisch und es gibt auch Untersuchungen, wie diese Curtius-Übersetzung dann einwirkt. Lessing hat sie auch rezensiert, 1754, auch in derselben Zeit. Das heißt, dadurch kommt es zu einem Re-Entry der aristotelischen Poetik auf einer ganz neuen Stufe, als ein lebendiger Dialog jetzt mit dem aristotelischen Text. Und Ja. das kennzeichnet nun die zweite Jahrhunderthälfte in Deutschland, dass man echt einen Dialog führt mit Aristoteles. Das Narrativ der Literaturwissenschaft ist ja immer, da wurde Aristoteles nun endgültig abgeschafft. Aber ich meine, es ist genau das Gegenteil der Fall. Er wurde nicht abgeschafft, sondern er wurde eigentlich jetzt erst entdeckt und kommentiert. Und man hat versucht, ihn zu retten, geradezu durch Umdeutung. Das ist, was hier passiert. Also Rettung durch Umdeutung. Rettung ist ein Begriff, der auch zu Lessing passt, also die Rettung bestimmter Autoren gegen ihre Kritik von Seiten der Nachwelt und so weiter. Naja, also das vielleicht ins Allgemeine noch gesprochen. Ja, das unternimmt ja vor allen Dingen Lessing. Nicolai widerspricht ihm ja sozusagen gleich zu Beginn, so in den ersten zwei, drei Sätzen seines Briefes. Ja, genau. Ja, er widerspricht dem, aber trotzdem ist das irgendwie ausgehend von Aristoteles. Und man sieht bei Nicolai eine Grundschwierigkeit natürlich. Die Poetik muss jetzt abgeglichen werden oder die Linie der Theoriebildung muss abgeglichen werden mit der Praxis, die man vor Augen hat. Und das ist ja vor allem das bürgerliche Trauerspiel. Das bürgerliche Trauerspiel als die neue heißeste Gattung, Lillo, the London Merchant, ja, das ist schon ein bisschen älter hier, aber Miss Sarah Sampson ist von 1755, ja, hier sind wir 1756. Das ist eigentlich alles im Lichte der Sarah Sampson gesprochen auch, das muss man sich klar machen, als des prototypischen bürgerlichen Trauerspiels in Deutschland. Und insofern, ja, die rührende bürgerliche Trauerspiele, die Bewunderung, ja, die Bewunderung, da müssen wir vielleicht aber eigens nochmal drüber sprechen, was mit der los ist. Ich würde dann an dieser Stelle vielleicht schon mal zu Lessings Position überleiten, die er in zwei Briefen darlegt. Er lehnt also Nicolais Vorstellung ab, dass das Trauerspiel
nicht bessern soll, sondern betrachte das trotzdem als Endzweck der Kunst, der Poesie, die, während die Erregung von Leidenschaften das Mittel ist. Außerdem deutet er die Kategorien des Schreckens und der Bewunderung, die Nicolai ins Feld führt, um und stellt das Mitleid ins Zentrum seiner Argumentation, also die Tragödie bzw. das Trauerspiel als, ja, als Mittel oder ihre Bestimmung als Erweiterung der Fähigkeit, Mitleid zu fühlen. Und dann der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Das ist bekannt, das kennt man. Das sind so die zentralen Aspekte, beziehungsweise der Schrecken, das fand ich noch interessant, der Schrecken als der Anfang des Mitleids im Sinne von einer Überraschung des Mitleids und dann die Bewunderung als das Ende des Mitleids, also entbehrlich gewordenes Mitleid. Vielleicht erstmal so weit und erstmal nur zum ersten Brief an Nicolai. Sie haben eigentlich die wichtigsten Punkte schon zusammengefasst. Ich kann das nur noch mal ein bisschen kommentieren. Wichtigster und erster Punkt: Lessing lehnt den autonomieästhetischen Vorstoß Nicolais ab. Nicolai hatte natürlich Gottsched im Auge, der davon ausging, dass die Tragödie bessern soll. Das unterschreibt Lessing auch nicht so in der Form. Ja, es ist ein bisschen tänzerisches Ausweichen jetzt beiden Positionen. Aber Nicolai hatte das vom Tisch gewischt. Lessing holt es in modifizierter Form wieder zurück. Also die didaktisch-pädagogische Funktion. Vielleicht kann man das auch nicht so nennen, was Lessing sich da ausdenkt. Kurz sagt er da, ich finde keine einzige Leidenschaft, die das Trauerspielen dem Zuschauer rege macht, als das Mitleiden. So, Mitleid ist natürlich ein schillernder Begriff. Er deutet zurück auf Aristoteles, Eleos. Ja, Eleos. Aus dem Gottesdienst kennt man Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Miserere. Ja, das, und damit ist es auch schon gesagt. Ne? Es ist natürlich auch ein Begriff der christlichen Tradition. Das fällt mir eigentlich immer dazu ein, obwohl es die Forschung notorisch nicht erwähnt, aber ich glaube, es ist nicht, nicht unbedeutend. Man hat im Mitleid einen Begriff, der doppelt determiniert ist, einmal durch die Poetiktradition seit Aristoteles und auf der anderen Seite ein christlicher Wert, Wert einer christlichen Ethik. Das ist, scheint mir nicht unbedeutend zu sein. Also hier hat man eine Synthese, je nachdem, wie man drauf guckt, kann man doppelt zufrieden sein mit diesem Begriff, weil er doppelt autoritativ hinterlegt ist. Und das ist, glaube ich, hier ein bisschen auch der Clou. Oder wenn Herder später von Humanität spricht, ja, Misericordia et Humanitas, das ist bei Augustinus eigentlich Übersetzung von Mitleid, Eleos, Misericordia et Humanitas. Also diese Begriffe haben ihre christliche Tradition, ihre Aura. So, und Mitleiden kann jetzt natürlich sehr viel heißen. Das Mitleiden kann ein ethisches sein über einen Unglücksfall. So wird das hier auch meistens gefasst. Aber Mitleiden kann natürlich auch ein ästhetisches Phänomen sein. Auf der Bühne passiert etwas, der Zuschauer leidet also mit. Das ist eine ästhetische Sympathie. Also zwischen diesen beiden Polen ein ästhetisches Nachvollziehen. Einfühlung heißt das dann später in der psychologischen Ästhetik des 19. Jahrhunderts. Einfühlung auf der einen Seite und Empathie, Sympathie auf der anderen Seite. Modern gesprochen. Empathie, Sympathie. Oder Einfühlung. So, Einfühlung, Schrägstrich, Immersion kann man vielleicht sogar sagen heute, wie bei Computergames oder so, spricht man ja von immersiven Effekten. Also das heißt, Aufhebung von Distanz im Ethischen, im Ästhetischen. Der Mitleidsbegriff ist natürlich vielschichtig und es gibt da eine Menge Literatur dazu, die aber immer, ja, wie gesagt, um dieses Christliche zu kurz greift und manchmal nicht den ästhetischen Aspekt sieht, also Ästhetik der Nähe gewissermaßen. Ja, okay, gut. Also es dreht sich alles hier um Ästhetik und Moral bei Lessing. Das könnte einen eigentlich verwundern, aber wenn man Lessing insgesamt kennt, dann weiß man, dass er doch ein moralischer Autor ist. Ja, und da muss man die Sarah Sampson eigentlich nur anschauen,
um das zu sehen. Also er ist nicht derjenige, der die Moral über Bord wirft, überhaupt nicht. Aber was wirft er dann über Bord? Wogegen wendet er sich eigentlich? Ja, also Aristoteles sagt ja, man soll Eleos und Phobos bewirken, um von eben diesen reinen Leidenschaften sich zu reinigen. So, Phobos, Furcht, kommt hier gar nicht vor. Oder haben Sie es gelesen? Ich habe es. Ich hab's auch nicht, also Schrecken kommt vor, aber nicht Furcht. Furcht und Schrecken. Ja, Schrecken kommt vor, das stimmt. Also der Schrecken kommt vor, wird aber nicht als eigene Reaktion gelten Wird gelassen. er abgewertet, also er sagt, das ist glaube ich im zweiten Brief, sagt er das. Sowohl Bewunderung als auch Schrecken keine Leidenschaften sein, sondern dass sie dem Mitleid ja nur zuspielen. Ich glaube, das war im zweiten oder was im ersten. Also hier die Staffeln, Moment, die Staffeln sind also diese 299, Schrecken, Mitleid, Bewunderung. Die Leiter aber heißt Mitleid. Und Schrecken und Genau. Bewunderung sind nichts als die ersten Sprossen, der Anfang und das Ende des Mitleids. Das ist natürlich im strikten logischen Sinn Blödsinn. Ja? Mitleid ist dann also eine Sprosse auf dieser Leiter und die Leiter als Ganze. Da sieht man, dass die Sache irgendwie nicht richtig aufgeht. Der Schrecken, ja, der Schrecken, das ist der spontane Ausbruch, das ist kein moralisches Gefühl eigentlich zu erschrecken. Da steckt ja keine Reflexion dahinter. Oder das ist kein ethisch relevanter Anteil an so einer Emotion wie Schrecken. Und Bewunderung ist dann doch wieder etwas sehr Intellektuelles. Man bewundert eine Person, der man nachstrebt, der man Autorität zuschreibt und so weiter. Das ist eine sehr intellektuelle Tätigkeit. Das geht also heraus aus der Sphäre des Ästhetischen. Dagegen Mitleid stellt man sich als eine spontane Reaktion vor, die aber doch aus irgendeinem moralischen Vermögen des Menschen herausfließt. Anders geht es gar nicht. Es ist nicht nur somatisch, physisch, aus dem Bauch heraus. Ja, Lessing hat sich mit der schottischen Philosophie, Sinnespsychologie beschäftigt, Hutcheson übersetzt beispielsweise. Da geht es vor allem eben um die sogenannte Moral Sense Theorie, Moral Sense, also die Vorstellung, dass der Mensch von Natur aus einen moralischen Instinkt in sich spürt, den Instinkt zum Guten. Also ganz im Gegensatz zu einer protestantischen Ästhetik, die immer gleich das radikal Böse im Menschen hervorkehrt. Kant wäre also Beispiel einer protestantischen Ästhetik im philosophischen Gewand. Man muss die Pflicht auch gegen die Neigungen stark machen. Selbst wo man Neigungen hat, gilt das nicht, sondern die Pflicht muss stets die Neigungen besiegen. Einen anderen Weg kennt er nicht. Und Hutcheson zum Beispiel sieht das anders und dem schließt sich Lessing an. Das ist ein Werk, das er auch übersetzt hat genau in dieser Zeit, 1756. Also man sieht jetzt, dass diese englische Ästhetik und Psychologie und Moralphilosophie plötzlich auch ein Faktor ist, der vorkommt und der vorher so in der Form nicht da war. Also so viel zum Mitleid und der Trick ist natürlich, dass alle konkurrierenden Emotionen, also einerseits die Linie Aristoteles, andererseits die Linie Gottsched, hier abgebaut werden und alles fließt in dieses Mitleid zusammen. Denn Bewunderung, ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, Bewunderung ist der Affekt, den die Barocktragödie und Gottscheds klassizistisches Drama erregen wollen. Der sterbende Cato will natürlich bewundert werden. Gottsched Ja. richtet das so ein. Also die Bewunderung für einen Helden, der Heroismus der Barocktragödie und des Klassizismus, das soll zurückgewiesen werden, aber ich glaube, da kommen wir auch noch zu dem Ich Punkt. wollte gerade sagen, dazu würde ich jetzt vielleicht kurz den zweiten Brief, also von Lessing an Mendelssohn, dazu nehmen, weil das gerade so schön passt. Ja, stopp, Moment, wir müssen noch was sagen zu diesem Punkt Fähigkeit, Mitleid zu fühlen, glaube ich. Gut. Das würde ich gerne nur mal vorlesen. Wir kommen sofort dann dazu, weil es hier Ja, noch auf ja. der Seite steht. Da heißt es, also was soll das Drama eigentlich bewirken?
Was soll es bewirken? Die Bestimmung der Tragödie ist diese. Sie soll unsere Fähigkeit, Mitleid zu fühlen, erweitern. Sie soll uns nicht bloß lehren, gegen diesen oder jenen Unglücklichen Mitleid zu fühlen, sondern sie soll uns so weit fühlbar machen, dass uns der Unglückliche zu allen Zeiten, unter allen Gestalten rühren und für sich einnehmen muss. Und da kommt der berühmte Satz: Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten der Großmut der aufgelegteste. Wer uns also mitleidig macht, macht uns besser und tugendhafter. Und das Trauerspiel, das jenes tut, tut auch dieses. Oder es tut jenes, um dieses zu können. Bitten Sie es dem Aristoteles ab oder widerlegen Sie mich. Also das komisch ausgedrückt, bitten Sie es dem Aristoteles ab. Das heißt, bitten Sie Aristoteles um Verzeihung für diesen Widerspruch oder diese Entgegensetzung. Oder widerlegen Sie mich. Also da sieht sich Lessing in einem Konflikt mit Aristoteles. Aber was ist hier eigentlich gesagt? Lessing hebt die Wirkung der Tragödie auf eine neue Ebene. Gottsched sagt ja, nimm einen moralischen Lehrsatz und kleide ihn in eine dramatische Handlung. So funktioniert die Tragödie. Lessing sagt, nein, das Ziel der Tragödie ist nicht dieser oder jener Lehrsatz, wie sei vorsichtig in der Politik, wenn du noch jung bist, zum Beispiel. Oder sei nicht halsstarrig und geh in den Selbstmord oder so. Ja, nein, so platt soll es nicht sein, sondern es soll allgemeiner angreifen. Es soll den Menschen als Menschen besser machen. Also es ist eher auf der Ebene des Anthropologischen angesiedelt. Die Sensibilität und Moralität sollen in unserer Grundausstattung verbessert werden. Ja, also es ist nicht dieser eine Lehrsatz, sondern die Transformation unseres Menschseins, die Verfeinerung unserer Gefühlskultur. Also er möchte auf ein eher allgemeineres Ziel des Trauerspiels hinaus und nicht nur auf einzelne Lehrsätze, die man jeweils aus einem bestimmten Stück sozusagen entnehmen könnte. Ja, mehr oder weniger platt abstrahieren kann. Das Vergnügen an Gottscheds Sterben Cato, das wäre dann eben rein intellektuell, lässt sich reduzieren auf einen Kernsatz. In Cato geht es um die Darstellung einer bis in den Starrsinn gesteigerten Tugend oder so. Sei nicht so starrsinnig. Das ist hier anders. Ja? Es geht darum, die Gefühlsdisposition des Menschen zu modellieren, etwas mit dem ganzen Menschen zu machen, wie Schiller das dann sagen würde. Das ist schon neu. Also das heißt, der Wirkungszweck der Tragödie, der ist eine Stufe allgemeiner angesiedelt. Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Das klingt schon sehr christlich, finde ich. Ja, das könnte man auch von einer christlichen Seite her unterschreiben. Barmherziger Samariter zum Beispiel. Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Aber es geht eigentlich um Gesellschaft und Geselligkeit, um die Frage des Vinculum Societatis, wie das die Naturrechtslehre nennt. Also die Frage, wie können wir Zusammenhalt und Gemeinschaft bewerkstelligen in einer Gesellschaft? Kein Zufall, dass Lessing sich auch mit Rousseau beschäftigt hat, mit dem berühmten Diskurs über die Ungleichheit der Menschen. Da kommt auch das Wort vor, die gesellschaftlichen Tugenden, les vertus sociales heißt es bei Rousseau, also die gesellschaftlichen Tugenden, das ist nicht, das will nicht nur heißen, dass man irgendwie enthaltsam lebt oder so, es geht um die Kompetenzen. Tugend heißt auch eben Kompetenzen, Fertigkeiten. Ein kompetenter Bürger zu sein, das ist der aufklärerische Aspekt an dieser Sache. Also wo diese Poetik hier mit der allgemeinen Linie der Aufklärung zusammenläuft. Geselligkeit. Fritz Vollert hat darüber seine Habilschrift verfasst, ja, über diese naturrechtlich begründeten Theorien der Vergesellschaftung und Geselligkeit. Das ist hier ganz wichtig bei Lessing. Gut, dann würde ich mit Ihrer Erlaubnis an dieser Stelle den zweiten Brief dazu nehmen. Ja, machen wir jetzt.
Gut, Lessing an Mendelssohn. Und zwar kommt da noch interessant dazu, dass Lessing die Abgrenzung der Gattung ablehnt auf der Basis, dass das Trauerspiel das Mitleid ins Zentrum setze, während zum Beispiel dialogische Heldengedichte, wir hatten den Cato bereits angesprochen, die Bewunderung im Zentrum sehen. Darauf basierend plädiert er für eine Abgrenzung der Gattung. Er kommt auch nochmal auf das Mitleid zu sprechen, auch ganz spezifisch auf die Verbindung zur Bewunderung und spricht von den leeren Szenen, die notwendig sein und mit Bewunderung gefüllt werden können, um das Mitleid zu erneuern, da er ja davon ausgeht, dass es einem Menschen nicht möglich sei, eine so starke, intensive Emotion wie Mitleid ganze Zeit auf gleichem Level zu verspüren. Ich denke, das sind so die zentralsten Aspekte dieses Briefs. Ja, also hier sehen wir etwa, das ist ein zentraler Aspekt. Man kann an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass hier wieder zwei Dinge überhaupt zusammengehen. Also eine eingeschränkte poetologische Fragestellung, wie muss ich ein Drama schreiben? Also die Linie der Poetik, Rezeption der aristotelischen Poetik und eine zweite Linie, zeitgenössische Ästhetik im Sinne auch von Sinnesphysiologie, Affekttheorie und Ähnlichem. Also das ist mir hier wieder deutlich geworden. Hier sieht man, gleitet es jetzt stärker hinüber in die Poetik wieder. Wie müssen wir dichten? Wie sollen wir die Szenen zusammenfügen? Sagt doch Aristoteles so ganz konkret und praktisch. Wie müssen wir das Drama zusammenfügen, damit es die Wirkung erzielen kann? So, und genau auf der Ebene sind wir jetzt wieder hier. Das ist Praxis, das ist Handwerk, das kann man an Sarah Sampson auch zeigen. Was sind denn leere Szenen? Leere Szenen sind solche, die für den Gang der Handlung nichts tun, die nach Aristoteles ja eigentlich weggeschnitten gehören, in denen kein Handlungsfortschritt stattfindet. Leere Szenen. Aber man kennt sie natürlich nicht nur aus dem bürgerlichen Trauerspiel, man kennt sie auch aus der Oper. Eine Arie, die expressiv Gefühlszustände artikuliert. Das ist eine leere Szene. Das hatte ja Gottsched schon schwer kritisiert, diese Art von leeren Szenen. Aber Lessing sagt, wir brauchen die, weil man hier nochmal die Dosis des Mitleids anreichern kann und die dann aufs Publikum abschießt. Also Mitleid gießt sich mit der Gießkanne über das Stück, sinngemäß. Der wahre Dichter verteilt das Mitleiden durch sein ganzes Trauerspiel. Er bringt überall Stellen an, die zu Tränen erwecken. Ja, Träne, das ist natürlich die Münze, die Währung der ästhetischen Wirkung in dieser Zeit. Quantum Tränen. Aber an den Ruhepunkten kann man besonders Gas geben, was das Mitleid angeht. Kann man sich ja vorstellen. Also deswegen sind diese Monologe in Sarah Sampson vor allem wie Arien. Und das ist natürlich technisch auch gut begründet. Ja, natürlich ist die Oper eine wichtige und viel bedeutendere Kunst als das bürgerliche Trauerspiel erstmal im Jahre 1755. Ja, viel. Mit ungleich mehr Prestige und Unterhaltungswert als das Wortkunstwerk, das Lessing da konstruiert. Also das Mitleiden muss man hier durch leere Szenen erstmal ordentlich aufbauen. Das habe ich gut verstanden vom Standpunkt des Praktikers her. Ja, ein Energietanken, eine Ruhe vor dem Sturm auch vielleicht. Ja, sonst flutscht einem die Handlung so durch und geht, rauscht in einem vorbei und man findet keine Ruhepunkte, wie er hier sagt. Es ist ein Spielen auf der Gefühlsklaviatur, ein Berechnen. Ja. Schiller hat dann diese Metaphorik vom Kalkül und Berechnen und so ständig. Aber hier wird das eigentlich auch schon praktiziert. Das ist aber natürlich der Standpunkt des Theaterpraktikers, der sich solche effektvollen Szenen natürlich auch zurechtlegen muss. Die Schauspieler wollten das natürlich auch, glänzen in solchen leeren Szenen, die eigentlich nichts zur Sache tun, aber solche Expektorationen des Gefühls dann zum Ausdruck bringen. Lessing hat das aber dann, muss man sagen, in seinen Dramen sukzessive abgebaut
auch diese eigenartige Selbstkommentierung im Gefühl. Oho, ich weine. Oho, ich erröte. Was, wie wird mir? Oder diese Art der Selbstkommentierung von Affekten, die man eben so aus dem Klassizismus noch kennt, die hat er dann abgebaut später hin und versucht mehr wirklich in dramatische Aktion und in Körpersprache zu übersetzen auf der Bühne. In Mina Ja. von Barnhelm zum Beispiel. Ich fand es jetzt gerade noch interessant, das ist mir gerade so aufgefallen. Wir haben gerade gesagt, Lessing in Bezug auf das Mitleid strebt eine allgemeine Reaktion, also Allgemeingültigkeit an, während Mendelssohn für die Bewunderung ja genau dasselbe argumentiert in diesem Brief. Also er sagt, dass auch die Tugend allgemein verbessert wird, nicht nur situationsgebunden. Also im Endeffekt argumentieren sie dasselbe, aber jeweils der eine für das Mitleid, der andere für die Bewunderung irgendwie. Ja, genau. Die Bewunderung ist eben der schon bekannte Grundsatz. Bewunderung gehört in die heroische Tragödie, in die Haupt- und Staatsaktion à la Gottsched, in das klassizistische Drama. Es geht jetzt natürlich zwischen den dreien auch darum, was wollen wir gelten lassen an der überkommenen Tradition? Was wollen wir gelten lassen? Was wollen wir mitnehmen? Und Lessings Coup mit dem Mitleid der ist schon wohl überlegt und er bringt auch etwas. Er konzentriert etwas begrifflich jetzt, was dann auch sofort aber auch Konsequenzen hat. Wenn man sagt, Mitleid, Einfühlung, Empathie ist wichtig, dann muss auch die Tragödie in einer bestimmten Weise geändert werden. Dann muss das Personal eben bürgerlicher werden. Das hat schon weite Konsequenzen. Weil Bewunderung setzt eigentlich diese Distanz auch im Ständischen voraus. Ja, Cato ist jetzt kein vielleicht ein schräges Beispiel an dieser Stelle, aber Racines Dramen handeln ja nur von Königen und Königinnen, spielen nur auf dieser Ebene. Da wird alles auf Distanz abgestellt, auf Bewunderung, Verwunderung. Und hier ist es eben anders, weil jetzt Nähe erzeugt werden soll. Also Umstellung einer Ästhetik der Nähe auf eine Ästhetik der Ästhetik der Distanz auf Ästhetik der Nähe, so rum. In jeder Hinsicht kann man das sagen. Nähe in einem ästhetischen Sinn, kommunikativen Sinn, aber auch Nähe in einem sozialen Sinn. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht extensiv diskutieren. Diese Frage, was heißt denn eigentlich bürgerlich am bürgerlichen Trauerspiel? Eine beliebte Frage, auch die ja, auch keine eindeutige Antwort zulässt. Ja, der Trend, das Narrativ der Germanistik ist natürlich zu sagen, bürgerlich heißt allgemein menschlich. Eigentlich ist bürgerlich die Übersetzung von zivil, also im zivilen Miteinander. Nicht in der Politik, nicht in der Armee oder so im Krieg, sondern in der zivilen Gesellschaft, in der man zivilisiert miteinander umgeht. Das ist das Reich des Bürgerlichen. Und in dem Sinne ist es ein bürgerliches Trauerspiel, weil da keine Kriegshandlungen vorkommen, keine Staatsaktionen, keine politischen Ränkespiele. Ja, Wallenstein wäre das Gegenbeispiel zu Sarah Sampson, weil es da fast durchgehend eigentlich um politische Dinge, Staatsaffären geht. Schiller hat gegen Lessing diese Linie wieder stark gemacht, die eigentlich Gottsched repräsentiert. Das kann man so als Perspektive vielleicht mal sagen. Also bürgerliches Trauerspiel ist neu in Deutschland, weil man das bürgerliche Publikum plötzlich ganz anders abholen kann. Ja, die sehen ihresgleichen, Leute von gleichem Schrot und Korn auf der Bühne. Aber es hat sich eben dann auf Dauer nur teilweise durchgesetzt. Es bleibt immer als eine Linie im bürgerlichen Rührstück und verschwindet auch nicht mehr. Aber die Weimarer Klassik setzt dann explizit im Grunde genommen die französische Gottsched-Linie dagegen. Naja, also so allgemeine Perspektive. Es ist vielleicht auch ganz interessant, dass wir jetzt wieder über Gattungen sprechen, beziehungsweise die Distinktion von Gattungen. Das hatten wir jetzt eigentlich seit Martin Opitz nicht mehr. Also Breitinger, Gottsched hatten wir es jetzt immer nicht besprochen oder vielleicht war es auch nicht in dem Maße zentral. Und auf jeden Fall kommt es jetzt irgendwie mit Lessing wieder, der für die Abgrenzung der Gattungen spricht.
plädiert. Ja, genau. Also man hat nicht Opitz rezipiert in diesem Sinne, wenn ich das richtig sehe. Also Lessing hat sich nicht so mit Opitz beschäftigt wie Breitinger, Bodmer, Triller, Gottsched und seinesgleichen. Das ist weg, würde ich sagen. Aber die Gattungstheorie ist zurück wegen Aristoteles. Und die Gattungstheorie tritt hier zunächst mal sehr verengt auf, eben als eine aristotelische Gattungstheorie der Tragödie. Wir hatten ja bei Aristoteles schon besprochen, dass sich eine Theorie der Lyrik damit ganz schwer machen lässt. Lyrik, ja, als Nachahmung wovon eigentlich? Ja, Nachahmung von Gefühlen, sagt man um 1750 bei Batteux, Imitation des Sentiments. Das kann man dann irgendwie so fassen, aber eigentlich ist die Lyrik eine Verlegenheit im aristotelischen System. Ja. Und das kommt hier wieder. Deshalb nochmal, wird die Tragödie eigentlich als die höchste Kunstform, zumal in der deutschen Ästhetik, neu etabliert hier, kann man schon sagen, bis hin zu Hegel und darüber hinaus. Ja, die Tragödie ist die höchste Kunstform, die es gibt. Das hat aber teilweise einfach damit zu tun, dass Aristoteles so stark die Linie vorgibt hier. Dem entkommt man gar nicht. Ja. Ja. Ich würde jetzt vielleicht an dieser Stelle noch kurz den letzten Brief dazu Ja. nehmen. Wir sind schon wieder zeitlich etwas fortgeschritten. Und zwar die Reaktion auf Lessing von Mendelssohn und Nicolai. Sie widersprechen Lessings Forderungen, die Gattung voneinander abzugrenzen, sagen, Trauerspiele sind Dramen, die in größerem Grade der Nachahmung fähig sind und dass alle Leidenschaften bühnentauglich sind, und argumentieren noch einmal und wieder für die Bewunderung, die auch dahingegen gegen das Mitleid aufgewertet wird, da sie nur von großen Geistern gefühlt werden kann, während Lessing auch die mittelmäßigen mit einbezieht. Das fand ich als Punkt ganz interessant. Ja, die beiden geben nicht auf, sozusagen, bleiben bei ihrer Bewunderung. Ich fand interessant an dieser ersten Seite, 308, die Vorstellung einer Taxonomie, also eines Klassifikationssystems, einer Matrix möglicher Tragödien im Hinblick auch auf ihre Wirkung, die da plötzlich auftaucht. Schiller hatte ähnliche Ideen dann später. Ja, tatsächlich die Bewunderung bleibt irgendwie. Man kann sich, glaube ich, ein Drama schlecht anders vorstellen, schlicht und einfach zu diesem Zeitpunkt. Denn es ist ja noch nicht geschrieben, zum Beispiel Minna von Barnhelm. Es fehlen ja die ganzen Stücke, die wir jetzt natürlicherweise assoziieren mit deutscher Dramenproduktion des 18. Jahrhunderts. Iphigenie, Tasso, Wallenstein, was weiß ich. Also es gibt es ja alles noch gar nicht. Es fehlt auch an konkreten Anschauungsbeispielen hier. Und also ist das ein bisschen eine Diskussion um Begriffe zunächst mal. Oder implizit um die Frage, wie man sich zur Tradition jetzt stellt. Also das habe ich mir hier notiert und dann nochmal Seite 310, der wichtige Punkt im Systematischen, die Behauptung der Autonomie. Wenn Herr Nicolai behauptet, die Poesie könne zur Besserung der Sitten nichts beitragen, so hat er offenbar Unrecht und ich beweise das Gegenteil. So, hier von in beikommenden Blättern. Wenn er aber behauptet, die Besserung der Sitten könne nicht der Hauptendzweck sein, so glaube ich, dass ihm die eifrigsten Verfechter beipflichten müssen. Die ästhetische Illusion ist wirklich imstande, die oberen Seelenkräfte auf eine Zeit lang zum Schweigen zu bringen, wie ich solches in meinen Gedanken von der Illusion ziemlich deutlich mache. Also das ist dann schon deutlich formuliert, ja, auch durchaus gegen Baumgarten, kann man sagen. Die ästhetische Illusion bringt die Vernunft zum Schweigen. Und steuert also nur den Bauch an. Und sonst nichts. Das ist ja eigentlich schon eine starke Behauptung. Das ist einfach der Thrill, die Stimulation durch das ästhetische Phänomen. Ja, und die wichtige Vorstellung, die von Dubot herkommt, Reflexion, Kritik, die wichtige Vorstellung, dass die Stimulation selber, das Erregen der Effekte an sich selbst etwas Angenehmes ist
Und umgekehrt der Mensch, der uns stimuliert, einfach so da sitzt, dass der irgendwie ärmer dran ist. Also Stimulieren von Affekten verleiht dem Menschen so eine Art von Selbstgewissheit oder das Gefühl seiner selbst. Ne? Also wenn es irgendwo kribbelt oder zuckt, wie beim Sport oder so vielleicht, hat man ein evidenteres Selbstgefühl durch Affekte. Es wird sich seiner selbst affektiv bewusst, nicht durch Cogito, sondern durch Sensio. Naja, also das fand ich stark. Das ist eigentlich die modernere Position, die avantgardistischere, autonomieästhetische Position. Nämlich Affekte frei von Zweck und Ziel. Ja, davon löst sich Lessing noch nicht ganz. Und irgendwie zum Schluss stehen wir ja doch recht unversöhnlich gegenüber. Also man hat sich seine Argumente gegenseitig dargelegt, aber Konsens wird nicht erreicht. Wie entwickelt sich das weiter? Nein, also, das ist auch gar nicht auf Konsens angelegt. Also man muss sich wirklich Lessings Schreiben und Publizieren mal insgesamt anschauen. Das ist hier ein Briefwechsel über das Trauerspiel. Diese Briefe sind viel später erst publiziert worden. Ich habe es mir auch rausgeschrieben, erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts sind die überhaupt publiziert worden. 1794 oder so in den sämtlichen Werken. Ja, genau, also Band 27, 28 der sämtlichen Werke und dann separat Robert Petsch 1910. Das heißt, das kannte eigentlich auch niemand von den Nachfolgenden. Aber genauso gut hätte man das in den Literaturbriefen auch drucken können. Denn der 17. Ja. Literaturbrief über Gottsched, der ist im Prinzip ja auch nicht anders. Das ist natürlich mehr polemisch nochmal vielleicht, aber im Grunde gibt es hier ein Kontinuum, sagen wir mal, von Alltagsformen wie Brief zur professionellen Kritik. Und Lessing legt immer wieder Wert auf diesen unsystematischen, unordentlichen Charakter. Also unordentlich ist eines seiner Lieblingswörter, was seine Methodik angeht. Unordentliche Kollektanea. Und hier sagt das auch an einer Stelle mal, das ist natürlich Bescheidenheitstopos einerseits, aber es stimmt auch. Es ist alles nicht auf eine systematische Abschließung angelegt. Bei Baumgarten ist die Suggestion ja extrem. Der schreibt drei Sätze und in den drei Sätzen folgen sechs Verweise auf andere Paragraphen. Sieht man schon im Schriftbild. Das hat man auch an dem Leiternbeispiel ja schon gesehen mit den Sprossen, das auch nicht so recht aufgegangen ist, wenn das Mitleid die Leiter und die Sprosse ist. Ja, nein, streng logisch kann man das nicht gelten lassen. Und man kann sich auch nie sicher sein lassen, ob Lessing das auch meint. Er hat immer wieder auch die Eigenheit, dass er eigene Positionen ironisch in Frage stellt, anderen in den Mund legt, Widerspruch fingiert in Form von Fußnoten, ähnliches. Also er täuscht und schlägt Haken, wo es nur geht. Man kann sich nie sicher sein, ob er wirklich zu dieser Position steht. Und seine Position ist immer nur eine in einem Progress und Prozess. Das macht diese Schriften natürlich so aktuell, so pulsierend irgendwie, auch den Laokoon, wenn wir das anschauen, aber es hat tatsächlich stark den Charakter von fortlaufendem Schreiben. Ja. Er suggeriert das auch, können wir nächstes Mal ja anschauen, er suggeriert auch immer wieder, jetzt neues Kapitel, hoppla, da ist ein neues Buch, ich muss sofort darauf reagieren. Also dieses Ungerichtete, das ist Teil seines Stils und Teil seiner Prätension irgendwie auch. Ja, es ist jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich etwas schwierig, von Rezeption und Wirkung zu sprechen, wie Sie ja schon sagten, aber als es dann veröffentlicht wurde, wurde es noch großartig rezipiert oder ist das eher dann als etwas, was schon, ja, schon viele Jahrzehnte alt war, so ein bisschen unter den Tisch gerutscht? Ja, das muss man sicher auch differenzieren. Der Briefwechsel selber ist erst spät in die Forschung dann auch hineingekommen. Solche prägnanten Sätze wie der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Ja, das ist relativ spät dann erst bekannt oder durchgesickert. Ich weiß noch nicht, ob Schiller hat er das gelesen? Müssen wir jetzt echt nochmal nachschauen. Also diese Feinheiten der Rezeption.
Aber es ging dann natürlich ein in alle Lessing-Schriften, die folgten. Zum Beispiel eben die Hamburgische Dramaturgie. Das ist ja sein Hauptwerk in der Kritik-Poetik gewesen, Hamburgische Dramaturgie. Da tauchen all diese Aspekte Mimesis, Katharsis auch nochmal auf, in anderer Form. Aber es ist eine Prozessualität, ein ständiges Entwickeln, das ja auch sehr, muss man sagen, sehr sprunghaft sich entwickelt. Und das möchte ich vielleicht abschließend auch nochmal betonen, weil es immer wieder gefragt wurde, wie ist die Rezeption von Bodmer, Breitinger und so weiter. Man muss sich wirklich vorstellen, dass hier in Deutschland die Literaturszene, die Ästhetikdebatte explodiert in diesen Jahren nach 1740. Das ist Verdienst Bodmer, Breitinger, Gottscheds dieser Generation. Aber die sind dann auch ganz, ganz schnell überlebt und stehen altmodisch da. Hier bei Lessing weht schon ein ganz anderer Wind und bei Mendelssohn, bei dieser Generation. Die hätte es nicht gegeben ohne die anderen, aber die anderen sind dadurch eben auch erledigt und werden eigens nicht mehr rezipiert. Das muss man schon sagen. Lessing ist der erste Autor deutscher Sprache, der vielleicht im lebendigen kollektiven Bewusstsein noch irgendwie präsent ist bei Nicht-Germanisten, von dem man vielleicht ein Stück auch nochmal auf einem normalen Theater sehen würde. Ja, die anderen waren schnell abgelöst dann einfach von der nächsten Generation auch. Ja, wer würde denn Carolus Duardus von Gryphius oder den sterbenden Cato von Gottsched ernsthaft irgendwo aufführen auf einer deutschen Bühne? Ist mir nicht bekannt, dass das gemacht wurde, aber natürlich Minna von Barnhelm, Nathan der Weise. Also Lessing ist der erste irgendwie lebendige, neuere Autor. Also Nathan der Weise, auch Schullektüre häufig. Schullektüre, Sarah Sampson vielleicht am wenigsten, aber das kennt man, Emilia Galotti, das sind einfach Grundtexte der deutschen Literatur. Also das ist eigentlich der zweite Neubeginn der deutschen Literatur in der Moderne, sagen wir mal nach der humanistischen Wende um 1500 ist, und dann Opitz, ist das nochmal ein Neuansatz. Und man kann sagen, ja, die neuere, moderne deutsche Literatur beginnt hier an der Stelle. Goethe hat das übrigens gesagt über Laokoon. Ja, als er das gelesen hat, da sei ihm ein Licht aufgegangen und die ganze Dunkelheit der ästhetischen Ideen sei ihm durch Laokoon weggewischt worden. Das sei doch der fundierende ästhetische Text gewesen in Deutschland. Also die Position Lessings ist völlig unbestritten, weil sich dann auch auf ihn sowohl Vertreter der Aufklärungsklassikästhetik wie Schiller, Kant, als auch Romantiker durchgehend berufen haben. Gerade auf die Eigenart Lessings, ein literarischer Kritiker der Literatur gewesen zu sein. Also das heißt, diese spezifische literarische Ausdrucksform auch zu pflegen, die eben nicht so baumgartenhaft war. Gut, dann würde ich jetzt an dieser Stelle das Interview vielleicht schließen. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen überzogen. Naja, man kann es ja in mehreren Etappen anhören, was, glaube ich, auch viele von Ihnen machen, oder? Ja, das ist auch sicherlich sinnvoll. Das ist ja auch einer der Vorteile dieser aufgenommenen Podcasts. Ja, und wir freuen uns immer wieder über recht viele Fragen, die aber auch immer eingehen, oder? Das kann man schon sagen. Ja, doch, die gehen immer ein, auch gerne und oft mehr als zwei. Also ja, doch schon rege Beteiligung. Ja, das freut mich sehr und ich freue mich auch immer über etwas ausgreifendere Fragen, die so einen allgemeinen Bogen spannen. Das ist, glaube ich, für uns auch sehr interessant, an dieser Stelle das zu beantworten oder mal zu reflektieren, wo die weiteren Linien eben verlaufen. Das liest man ja eigentlich nicht so häufig in Büchern, Lehrbüchern. Ja, das ist wahr. Okay, gut. Also dann, vielen Dank, Frau Janssen. Einen schönen Tag und eine schöne Woche an alle Kursteilnehmer. Danke.